Hallo, willkommen zu neuen Replay. Heute mal eins aus, und zwar, das wird jetzt auch eine Serie. Genau, also ich habe eine Serie geladen, die Turnierserie XV von 2010 ist das jetzt hier. Ich habe mir davon alle Replays geladen, die eine hohe Anzahl an Wups haben. Also es geht jetzt weniger um Finale, Halbfinale und so, obwohl auch natürlich gerade Finalspiele sehr viele Wups bekommen haben. Das ist also wirklich, wo nur Experten gegeneinander spielen in einem Turnier im 2 gegen 2 Modus. Das heißt also, in den nächsten Tagen werde ich versuchen, das ganze Turnier, was eben gute Wups-Spiele hatte, werde ich versuchen zu casten. Ja, wen haben wir denn da im Spiel? Amerikaner, den Macaroni. Einen Briten mit dem Namen Jason, GR Jason. Hier vorne haben wir einen Wehrmachtler, das ist der Liske. Oder welche? Liske? Irgend sowas. Und Peela, die Festungsdivision. Beide Seiten spielen, weil das ja auch ein Turnier ist, competitive. Das sieht man daran dann halt schon, dass sie eben diese Fraktion gewählt haben. Ich würde vermuten von der Map, weil Wolfese und Raids Metal sehr oft vorkamen, dass sie mit Absicht eine unfaire Map und eine faire Map gewählt haben, wo die wahrscheinlich alternierend gespielt haben. Ich habe leider die Regeln eben finden können. Das war allerdings nicht so pro. Also da ist jetzt einer weniger am Schießen, glaube ich, wenn er kappt. Aber so ranzulaufen ist eigentlich immer purer Selbstmord. Zumal, wenn er jetzt noch einen Mann verliert, er den einfach schnell snipen kann. Aber wahrscheinlich war ihm das wirklich so ultra wichtig, dass dieser Punkt nicht gekappt wird. Das klappt nämlich auch eingestellt, wie wir jetzt hier vorne sehen. Das geht darum, dass der Brite seinen Chuck hier unten hinstellen möchte, ne? Dass dieser Punkt für immer und ewig im Besitz von Süden bleibt. Und das wollten ihm damit unterbinden. Ob das jetzt die preiswerteste Version war, weiß ich nicht. Ich glaube, auch pushen ist aber tatsächlich hier sehr schwierig mit dem Kettengrad, wenn man es denn dahin geschickt hätte. Das zieht sich jetzt gleich auch zurück. Also normalerweise ist das, wenn das erfolgreich gekappt wird, dann kann man das kappen und also dann kann man das hier anklicken zum Kappen. Und wenn man das zum Kappen anklickt, kann er, glaube ich, den Truck nicht mehr draufstellen. Ne? Von daher war das jetzt nicht so dringend notwendig, dass man dafür den G43 riskiert. Und ne? Das war, glaube ich, das hätte man auch einen Tick Preise da haben können, das wäre so mein Punkt. Ne? Man hätte erwarten können, bis mehr Leute da sind, dass man dann gemeinsam rangeht, darauf wollte ich hinaus. Also ich weiß nicht, ob das so notwendig war. Das ist natürlich eine Timingfrage. Also wenn man Pech hat, stellt der Truck sich in dem Moment auf, wo man es noch nicht angeklickt hat, aber das ist halt, also ich glaube, dass das Risiko kleiner ist, als den Grenz zu verlieren. Aber das ist natürlich Auslegungssache und das sind Experten, die kennen sich da natürlich aus. Apropos ausgenommen, man muss auf der linken Seite stehen, dann kann man nicht gepusht werden. Idyllisch. Und das ist gleich zu Ende gekappt. Und jetzt muss man gucken, dass er den überlebt. Ja, diese Map, warum ist sie eigentlich unfair? Die ist normalerweise ein gigantischer Britenvorteil aus meiner Sicht. Also klar, da gibt es ne, der Mortar-Half-Track des PE, das ist hier sehr stark. Kann man auch sagen, Sniper-Duelle, wer das Sniper-Duell gewinnt, der hat eigentlich einen riesen Vorteil. Aber der Brite, der kann halt die Artillerie hochziehen, ohne dass er erfolgreich kämpfen muss. Und hier ist so klein, dass man sofort das Spiel finishen kann. Und da ist eigentlich der Brite sehr stark hier aufgestellt. Tatsächlich hat der sich dafür entschieden, einen Renncarrier zu bauen, was natürlich Treibstoff kostet. Treibstoff gibt es auf der Map relativ wenig. Und das führt in Summe einfach jetzt dazu, dass der relativ spät kommt, die Artillerie, wenn er den bauen möchte. Und das ist ein bisschen überraschend. Das muss doch nicht nur Artillerie sein, aber es ist einer der Gründe, warum das zum Beispiel eine Map ist, wo man sagt, für den Briten ist sie eigentlich sehr gut. Aber auch, dass man mit dem Truck natürlich, wenn man hier hinstellt, hier unten irgendwo, da oben den Punkt einfach locken kann oder hier in so großen Sektoren setzen kann. Das ist auch mal ganz angenehm. Mortar-HP ist auch stark vom Briten hier. Ja, das ist ein bisschen. Ja, ich bin competitive, ne? Der kann jetzt wahrscheinlich hier nicht reinlaufen in das Haus mehr. Also die hat keine Tür auf der Seite und das Ding blockt das so, besser als ein Draht. Ein Draht kann man auch machen, dass er nicht mehr ins Haus kommt, außer von der anderen Seite, ne? Und da war das eine ziemlich gute Falle. Oder cheesy Falle. Könnt ihr gucken, wie ihr wollt, aber das ist ein competitive Turnier. Man muss halt sagen, wenn man ja competitive spielt, ich bin zwar kein Verfechter davon und normalerweise spiele ich trotzdem mit Gentleman's Agreement, auch wenn das nicht wirklich offiziell war. Aber wenn es in den Regeln nicht festgelegt ist, dass sowas verboten ist, oder Ghost Traps verboten sind oder was auch alles, ne? Da muss man tatsächlich das einfach akzeptieren, dass das drin ist. Oder Capwalk und so weiter, ne? Wo Capwalk wahrscheinlich noch ein bisschen Bug aus dem Nutzen ist. Aber wie gesagt, normalerweise bei Turnieren steht dann bei, ob eben solche Sachen erlaubt sind. Gerade Capwalk, also Map Packs natürlich immer verboten, ne? Aber Ghost Traps, Capwalk und so weiter. So, da geht jetzt ein Mordar hoch, sehr defensiv, weil die sich gepusht fühlen. Ist ja auch nicht ganz verkehrt, ne? Der Punkt ist ja nicht in deren Besitz. Da gab es einen Fuck. Interessanterweise sind beide Spieler sehr, sehr mobil, ne? Also beide Teams. Also hier jetzt kein Sniper-Spam oder so. Also ich habe gestern Wolfie selber noch gespielt, ja. Der Amerikaner, der hatte einfach sich zugebunkert, Sniper gemacht und dann Airborne Sniper nur noch gesniped. Also auf der Map seht ihr eigentlich nur Sniper, nur. Teilweise als erste Einheit sogar, was ich katastrophal finde. Aber Sniper schon sehr stark, ne? Gerade wenn man die dann auch abdeckt. Aber beide Seiten haben sich gegen Sniper entschieden. Wahrscheinlich, weil die im Teamspiel doch auch nicht so schwer zu besiegen sind, zumindest im Early Game. Aber ich würde schon erwarten, dass früher oder später ein Sniper kommt. So, der Peela, der baut seine Kampfgruppe.
Und sonst läuft da noch nichts, da unten sowieso nicht. Ich habe sowieso auch angefangen, Britte zu spielen. Meine PE-Zeit ist jetzt quasi fast vorbei. Er wollte jetzt einfach weil ich jetzt mehrere Replays gesehen habe, wo die Kängurus also immer schwach dargestellt, also sie sahen halt schwach aus in den Replays, ja. Hab gestern mal direkt zwei gemacht mit Kängurus, war zack vorbei, war sehr easy. Sage aber so, ne? Das ist ja jetzt so, dass ich einfach, weil ja, es gibt keine Online-Community mehr wirklich. Also es gibt da immer, also gestern habe ich irgendwie drei oder vier Mal gegen die Top 10 oder mit der Top 10 und gegen die Top 10 gespielt. Mit Leuten, die teilweise Top 1000 waren. Das ist völliger Käse im Moment, das Match. Also es wird auch nicht besser wegen der kleinen Zahl. Und dann könnt ihr Sachen halt einfach mal ausprobieren. Und jetzt bin ich halt beim Briten und dann zeige ich euch hoffentlich mal ein paar Replays die Tage. Also dann noch spannende Replays, wo aber Känguru sich gelohnt haben. Die haben sich ja gestern auch gelohnt, aber das waren ja keine spannenden Replays. Nur zu zeigen, wo das Problem mit Kängurus liegt, weil es einfach sonst keiner mehr glaubt. Ich sag das zwar dauernd, da, schönes Kriegsspiel, ne? Blob, Granat. Das waren Blitzgranaten. Genau, also deswegen jetzt gerade dritten Zeit, deswegen gucke ich ein bisschen mehr auf den dritten auf. So, wir haben hier auf jeden Fall einen G, was richtig gut den ganzen Blob ein bisschen stunt hier vorne. Der ist doch relativ gut in den Stun, hat er sich reingelegt, der Blob. Da hätte er sich vielleicht ein bisschen weiter rechts hinstellen sollen. Hier von dem im G ist überrascht wurde der Amerikaner mit seinem Blob. Weiß nicht, das war ein bisschen komisch. Aber wir haben die Gewehrgranaten, also der macht das ganz gut, der Brite. Ne? Das heißt, der kann die einfach aus dem Haus rausholen, die Freunde. Hätte dafür aber natürlich einen Amerikaner jetzt gebraucht, der runter ist wegen dem Pin. Trotzdem, ne? Mortar. Übrigens bei dem Mortar, was man da wissen muss, mit Arteldoktrin schießt das natürlich weiter, das Ding. Und Fuck. Das muss nicht sein. Man kann mit dem Mortar, selbst wenn er nur hierhin schießt, der hat so einen Kreis, so einen Radius, wo er einschlägt. Dann schießt man hier hin und dann kann er trotzdem noch hier vorne treffen. Und mit Arteldoktrin geht das sowieso noch mal ein Stück weiter. Kann durchaus sein, dass das Haus von da hinten erreicht. Das sind aber dann nur wenige der Treffer gehen da rein. Also ich glaube, dass das ein bisschen zu defensiv gestellt hat. Die normale Position ist eigentlich hinter dem Zug, und er nicht durchfeuern kann. Und der Mortar kann drüber feuern. Ist wahrscheinlich, weil die halt hart gepusht wurden. Also das sieht hier sehr, sehr schlecht für die Alliierten derzeit aus. Ne? Da fehlt ein bisschen Rums. Und der Briten Fokker hat sich auch nicht weitergeholfen, den er gerade bekommen hat. Gerade die Gewehrgranaten hätte er sich ja gerne behalten. Was der große Angriff hat keinen Heal gebaut, wie wir sehen. Also die sind auch nicht wirklich kampfbereit. Wenn das nächste Mal hier irgendwas passiert, dann tut es weh. Nicht sicher, wo der Treibstoff bei ihm hingeht. Das ist wahrscheinlich aber auch, dass er gar nicht so viel hat. Also Granaten sollte er mindestens haben. Gerade gegen die Doppel-MGs kann er gerne mal eine Granate schmeißen. Ja, mit den Lebenspunkten, und jetzt kommt noch ein Armored Car zu dem Zeitpunkt. Also pro hin oder her, das ist Blödsinn. Also er wusste ja, dass sie sich eben zurückgezogen haben, das heißt, sie mussten zu dem jetzigen Zeitpunkt wieder auf dieser Höhe sein. Und Fuck, er muss wissen, dass da Minen liegen können, er muss wissen, dass das Armored Car zu diesem Zeitpunkt kommt. Er hat sogar 5 Grenzen statt 4 gebaut, das kam also später, aber es musste irgendwas kommen, was sich bewegt. Also da jetzt sich einen Fuck zu kassieren, ne, mit Low Life über Minenfelder zu laufen, nicht sicher, was der Amerikaner sich dabei gedacht hat. Das auch war sehr, sehr riskant. So, ist das ein neuer Brenn oder ist das noch der erste? Ich bin nie ein Freund von dem Brennen. Ja, die Armored Cars, die haben natürlich jetzt hier erstmal so ein bisschen freien Spielraum. Ich könnte mir vorstellen, dass der Amerikaner Airborne-Doktrin gehen kann. Ne, weil das läuft hier wirklich als Blob rum und der gibt noch keinen XP aus. Das liegt daran, dass er nicht weiß, ob er den wahrscheinlich Sturmgewehr oder Panzerschrecks gibt. Also die Airborne-Doktrin würde kurz einen Prozess mit dem Blob machen. Und ist generell halt gar nicht mal so schlecht gegen Panzerelite. Und man könnte Sniper-Duelle damit beginnen. Dann hat man einen Reconnaissance-Flug, um die Sniper-Duelle zu gewinnen. Also ich glaube, mit Airborne könnte man hier ein kleines Comeback feiern. Und die kommen ja eher an diesen MGs nicht vorbei. Die Map ist ja relativ eng auch in der Mitte. Also ein Backtech, WSC und Airborne-Doktrin, das wäre sicher eine nette Sache. Wo wir übrigens keine Sniper auf der Wehrmacht-Seite gebaut haben, weil der sich sonst vielleicht da reingesetzt hätte, wenn er entgegengefahren und dann D-Taste, ne, für den Snipe-Schuss, dann wäre der tot gewesen. Da hätte deswegen der Wehrmacht da keinen Sniper gewollt. Schöner Flammenwerfer. Das Problem ist halt, wenn sie in diesem Haus da vorne nicht reinkommen, es schafft ja auch Sicht, ne? Also die können hier nicht wirklich gut flanken, die müssen immer oben rum flanken und haben ohne Sicht und da ist dann eine Mine oder ein MG. Also das Ding da, das sieht noch nicht viel aus, aber das tut tatsächlich eine Flanke des Amerikaners zumachen. Und das ist halt eine Katastrophe, ne? So, ich glaube, dass die ein bisschen aggressiv spielen, der PLer hier. Also direkt in der britischen Basis spielen bringt nur was, wenn ihr auch einen Basepin hinbekommt. Was die jetzt im Moment erreichen, ist halt, dass der unendlich Grenz hier vorne grenzt, Tommys rausbekommt, ne? Also es würde viel mehr Sinn machen, meiner Meinung nach, dass sie auf der oberen Seite spielen. Es sei denn, die sind sich halt wirklich so selbstbewusst sicher, dass sie den Basepin schaffen. Aber das ist in dieser Spielsituation eigentlich eher wieder ein Fuck. Eher ausgeschlossen, würde ich fast sagen.
Der ohne Leben, ohne Upgrades, ohne alles. T3, da kommt jetzt die Pax. Also einer musste auch AT spielen. Hätte tatsächlich auch der Brite sein können, aber der hat jetzt natürlich so viel Infanteristen bekommen. Also ich glaube, zwei Tommies hat er schon bekommen. Also einen mindestens. Das heißt, der Brite hat jetzt Manpower in haufenweise Infanterie. Und da macht es durchaus Sinn, dass jetzt der sagt, er macht jetzt hier die Fahrzeuge bzw. die Pax. Ne? Der Flammenwerfer. Ja, der schickt jetzt nur noch einzelne Leute dadurch. Tatsächlich hat der Wehrmacht da sich überhaupt nicht die Mühe gemacht, das irgendwie abzusichern hier oben. Ne? Da ist kein ausrichtiges MG, kein Draht gezogen, keine Mine gelegt. Das überrascht mich schon ein kleines Stück. Jetzt kann man natürlich argumentieren, klar, die haben Armored Cars in der Backline, die müssen da nur hinfahren. Aber offensichtlich ist das ja nicht perfekt, diese Situation. Ne? Also die Pack, die liegt da jetzt entmannt zum Beispiel. Das MG hat Schaden genommen, schon zum zweiten Mal eben auch hier hinten ein. Also es klappt offensichtlich nicht. Der Panzerschreck. Ja, der Brennkehrer, der scheint sich nicht gelohnt zu haben. Mortar. Doppelmortar. Ja, die realisieren, glaube ich, dass der Britenblock ein bisschen größer wird und dass sie da unten jetzt nicht mehr reinkommen. Und da sind Mortar eine ganz gute Option. Die Granate war aber jetzt gerade, das war, glaube ich, Granate, ne? Symbol für Blitzgranate. Das war, selbst wenn er getroffen hätte, wäre nichts passiert. Es sei denn, er hat wirklich gehofft, dass er den irgendwie Lowlighter mitmacht. Ich weiß gar nicht, in dem Patch, die schon diese Live-Geschichte war, die Granate. Und dann, dass die Granate das kaputt macht, also die Brandgranate, dass er dann gefuckt wird. Und dass sie da ein bisschen gepokert haben. In dem Fall haben sie jetzt beide Mund ausgegeben dafür, für diese beiden Fähigkeiten und keinen Kill bekommen. Und eben wieder noch ein Pio-Fuck und die Pack entmannt. Also das sind alles Sachen, wo ich jetzt gerade sage, die kriegen so ein bisschen Comeback hier Möglichkeiten. Oh, der steht aber nicht optimal. Der Rückzug ist jetzt auch nicht optimal, der wird natürlich jetzt rausgefokust bei der Geschichte. Der hätte halt hier hinten manuell rübergehen sollen und dann hier Rückzug klicken, hier unten. Die Frage, ob die sich reingewagt hätten dadurch. Beide Seiten legen keine Minen, ist irgendwie komisch. Ich weiß auch gar nicht, ob die damals mit Anti-Map-Pack sozusagen gespielt haben, im Sinne von, dass man random Screenshots von dem Spiel schicken musste oder die gestreamt hatte. Ne, dass die, es gibt ja durchaus Spiele, wo man sagt, man verdächtigt denen, dass der Map-Pack der Gegner und deswegen legt man keine Minen. Kann ich mir beim Turnier eigentlich nicht vorstellen, dass das so Leute sind. Ich sag nur, ne, also es ist komisch, dass beide Seiten noch keine Minen gelegt haben an den typischen Spots. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, die Idee. Also ne, auch hier unten diese Flankenspots hier. Oder wenn jetzt hier der Zaun kaputt ist, ne, da eine Mine hin. Weil das sind halt alle Spots, die müssen zumindest zugedrahtet werden, wenn schon keine Mine kommt. Das ist ein bisschen komisch. Sehr schnell reagiert der Freund. So, weiter geht's. Lob ist hier. Hat jetzt hier tatsächlich nur eine Pack gebaut und dann Bar ausgegeben. Die Frage, ob das jetzt nicht ein bisschen heftige Betonung auf Anti-Infanterie war. Weil die eine Pack, die hatte das Problem, gegen zwei Mortar zu bestehen. Und naja, ob man da jetzt weit kommt. Die wollen Druck ausüben, sagen wir mal so. Ich verstehe den Teil schon. Das könnte jetzt böse enden. Aber ein Merkmal von guten Spielern ist, dass sie sich sehr, sehr spät zurückziehen. Weil man halt immer die Hoffnung hat, dass er noch ein bisschen Schaden macht, noch ein bisschen Erfolg hat. Ich glaube, er hätte noch bleiben können. Aber ich weiß jetzt nicht mehr bei diesen Blitzgranaten, ob die anders sind. Ich glaube, die haben die irgendwann mal verändert. Heutzutage machen die ja keinen Schaden mehr. Also machen eigentlich schon Schaden. Die nehmen euch das Leben weg, töten euch aber nicht. Ich weiß aber nicht, wie die damaligen Blitzgranaten waren. Aber den Flammenwerfer wäre ich wahrscheinlich noch geblieben an der Stelle. So, der Britenblob, wie groß ist er inzwischen? Also er hat auf jeden Fall hier drei Tommies, ja. Wo den Eingriff von Anfang an. Aber ein Tommy kostet 450 Punkte, wenn er nicht zwei gebaut hat für 900. Meist braucht man dann nur einen. Ich glaube, also einer ist sicher umsonst gewesen. Mit ein Zweifel, nice. Die Pack steht sehr defensiv, wahrscheinlich nur für den Fall, dass nichts kommt, wenn jemand durchfahren möchte. Aber dieses Dranlaufen an den Gegner, ich weiß noch nicht so genau. Man sieht auch, dass er den Captain Bug nicht ausnutzt. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass es ein Regelstand oder dass es ein Gentleman's Agreement ist. Also Captain Bug ist halt, dass man halt läuft mit dem Block. In jedem Fall rücken sie jetzt hier vor und die haben tatsächlich Probleme, die at bay zu halten. Ist vielleicht auch ein bisschen den zweiten Mortar geschuldet, also ich glaube, ein Mortar hätte auch gereicht. Was mich ein bisschen stört, ist, dass sie halt nicht zusammenspielen. Also das war gerade der Brite, eben war der Amerikaner dabei und beide benutzen beim Angriff nicht die Pack. Die kommt jetzt, wo der Angriff vorbei ist. Also ein bisschen Teamspiel, das ist da vorne, klar, wegen der Position vielleicht auch und gibt es als Bogen. Aber auf jeden Fall spielen die eher zusammen. Obwohl ich sage, hier ist Strafing Run rein, aber der will wahrscheinlich keine Early-Game-Doktrin wählen. Hier mit dem Cup müsst ihr aufpassen, ne? Wenn ihr mit Low Rifles cupt hier vorne, sind Armored Cars. Selbst wenn er sich jetzt zurückzieht durch die gesamte gegnerische Armee, also das wird eh gefuckt. Also ich verstehe solche Moves nicht. Also selbst wenn das geklappt hätte, er weiß ja bei einem Rückzug, dass er sich durch die gegnerische Armee zurückzieht. Der wäre auch gefuckt worden, hätte sich zurückgezogen. Solche Einheiten darf man niemals da oben positionieren. Das ist der Ultra Numero Uno Fehler bei jeder Map, die groß ist. Ne? Und bei Wolfes ist das wirklich sehr, sehr eigenartig für einen Expertenspieler.
So, da geht's wieder los, wieder keine Mine. Das muss auch. Warum legt die keine Mine? Ich verstehe das nicht. Also das Ziel von so einem Blob normalerweise, auch gerade mit den Panzerstrecks, ist halt sehr deutlich. Die wollen den Briten Truck und den Placements kaputt machen, was jetzt auch erfolgreich geht, ne? Und normalerweise, da kam jetzt der nächste Tommy raus, wäre das die Aufgabe hauptsächlich des Amerikaners meiner Meinung nach, aber wenn man soweit man Pio hat, Fiat hat, kann also geht auch ohne Fiat, aber der Pio, der Briten, kann natürlich auch Minen legen. Der Punkt ist, sie müssen auf jeden Fall Minen legen hier vorne, ne, in irgendeiner Form. Klar können die weggemortert werden, aber der Mortar weiß ja nicht, wo die ist, und dann schießt er auch auf nichts anderes, wenn er rät. Also von daher glaube ich schon, dass sich das. Das ist das amerikanische Zelt, oder? Macaroni, du bist der Amerikaner, ne? Genau. Also was das Zelt macht, ist, das bedeutet, dass die 270er Rifles bekommen statt 450er Tommy, auch wenn das jetzt natürlich kaputt ist. Aber dieser Bau hat den Briten quasi ins Knie geschossen. Eben. Jetzt egal, wer das verloren hat, das Gebäude. Ich weiß ja nicht so genau, ob der Amerikaner wirklich das jetzt optimal hilfreich ist für den Briten. Diese Angriffe hier, ne? Also wie gesagt, Armored Car steht, da muss eigentlich immer eine Pack sein. Und die haben nur eine einzige Pack auf dem Feld stehen und die nimmt an keinem Angriff teil. Also hier sind zwei Flammenwerfer, links sind zwei Flammenwerfer. Diese Manöver verstehe ich halt nicht, ne? Was erwarten die sich davon? Also das macht wirklich keinen Sinn. Also selbst wenn die nur eine Mine gelaufen wären, wären die gefuckt worden. Und jetzt hier wieder, sind da wieder ein Flammenwerfer, höchstwahrscheinlich. Zwei sogar. Also ihr könnt auf der rechten Seite, ihr könnt den Rückzugspunkt nicht so machen, dass wenn ihr den Kampf verliert und euch zurückzieht, durch die gegnerische Armee müsst. Das geht halt einfach nicht, ne? Mit diesen Angriffen, wenn jetzt die Paktzone hier dabei gewesen wäre, dann hätten sie halt jetzt ein AC dafür ausschalten können. Dann wäre das vielleicht ein guter Tausch geworden. Du brauchst echt mal ein Heal, glaube ich. So, nichtsdestotrotz, also obwohl die jetzt hier gerade zwei Pio-Fuchs bekommen haben, Flammenwerfer-Pio-Fuchs, eben einen Rifle-Fuchs bekommen haben, sie rücken kontinuierlich vor, wie wir in der Map-Control sehen. Ne? Also das ist ja schon ganz ordentlich von den Sektoren, was sie inzwischen zurückhaben. Also sie halten den Druck aufrecht. Das ist der Briten-Block von der linken Seite. Hier ist der Block von der anderen Seite. Artillerieschlag. Jeder schießt mal. Da glaube ich einen Mortarschuss auch dabei, ein Einzelner. So, der Block ist wieder unterwegs. Ja, man kann mit einem MG eigentlich den Block nicht aufhalten, das könnt ihr vergessen, funktioniert nicht. Und die Dinger sind zwar ganz nett, man sieht auch eine Menge Kills und vor allem einen Fuchs gemacht, die chippen da auch immer die Einheiten weg. Aber es dauert sehr lange, bis man so einen Block auffällt. Und tatsächlich, diese Piers können sehr störend sein. Jetzt hat er sich für einen T3 entschieden im Frühen. Sogar Abgun. Da war ein Packschuss. Jetzt macht er endlich mit, sehr gut. Erstmal Teamspiel. Entsprechend weit rücken sie auch vor, machen Sachen kaputt. Dass die jetzt hier zu den Armored Cars noch Puma gebaut haben, finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Ich könnte mir, und vor allem hat er die Abgun vergeben, also er halt sagt, er braucht das AT, ne? Also Anti-Tank. Weil die macht jetzt kaum noch Schaden mit der Abgun gegen Infanterie. Also gegen die Blobs und gegen die Rifles ist der eigentlich nicht einsetzbar in dieser Form. Also mit der Abgun. Und ich denke, der wird wahrscheinlich hingehen und wird einen Nebel bauen wollen. Aber auch das ist eigentlich der helle Wahnsinn. Also die Entscheidung jetzt auf T3 zu gehen, ich weiß es nicht, die war irgendwie komisch. Also wenn er direkt den Nebel gemacht hätte, hätte ich dann noch ein bisschen verstanden, auch wenn die gekontert werden können, ne, gegen die Blobs zum Beispiel. Oder er hätte jetzt nicht die Upgrades ausgegeben also die Abgun, weil er jetzt halt Infanteristen kaum noch tötet. Da liegt eigentlich mal eine Mine. Ich muss einen Schritt beiseite gehen, bevor er draufschießen kann. Oder du lässt die da liegen. Sieht da nicht die Mine. Er hätte jetzt draufgeschossen, hätte den Medic noch erwischt. Okay, hat er nicht gesehen, die Mine offensichtlich. Wird links oben immer angezeigt. Ich weiß noch nicht, dass ich wie viele Spieler von denen im Turnier war, also ob die vielleicht schon erschöpft waren. So, da ist der Block wieder. Schönes MG da unten, ne? Genau so aufgestellt, dass er da oben noch einen Pin macht. Hat sich ein neues Zelt gebaut, einfach bei den Infanteriekämpfen lohnt sich das. Man muss es allerdings auch irgendwie verteidigen, ne? Das reicht gegen den dritten Block nicht. Ihr seht schon, der kann frontal einen MG einfach anschießen. So, da kam der Artillerieschuss und in den Lauf gefeuert, sehr gut. Also er hat nicht hinten gefeuert, er zieht sich da oben zurück. Hat jetzt nicht episch viele Kills gemacht, aber in den Lauf trotzdem. Ja, die haben auf jeden Fall jetzt die Artillerie da unten stehen, der 105. Die Position da unten, ich glaube, man hätte die auch ein Stück defensiver bauen können noch. Weil das ja an der Basis ist, über den Zelte hochgezogen. Ich weiß jetzt die genaue Reichweite nicht mehr, aber ich denke, ein bisschen defensiv hätte auch geklappt. Der will wahrscheinlich die Basisrückzugspunkte erreichen hier, ne? Eventuell hätte er auch lieber da direkt drauf gefeuert dann, weil er wusste ja, dass sie sich nach dem Pin zurückziehen müssen. Aber ungewöhnlich, dass eben der Amerikaner das macht. Also ich habe immer noch den Verdacht, hätten die Artillerie gemacht, eine Brite hätte die 25 Pfünder früher gebaut und der Amerikaner hätte Strafing Runs gemacht mit Airborne. Ich glaube, dass sie da massiv besser abgeschnitten hätten.
Nichtsdestotrotz, jetzt haben sie die Artillerie und die Frage ist halt, was der Brite jetzt spielt für eine Doktrin. Ich habe, glaube ich, noch nichts gesehen. Wir können jetzt einfach mal umschalten auf die andere Seite, auf den Briten, nicht der Macaroni. Das ist der Jason. Ja. Nee, doch. Genau. Ich sehe noch keine. Also er hat irgendeine Doktrin genommen bei den Punkten. Ich sehe nur nicht welche. Vielleicht Tankdoktrin zum Einbuddeln, aber Tankdoktrin ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Aber der Rifle-Einsatz macht mich fertig. Vielleicht macht er mit Absicht keinen Heal, damit da unten unendlich viele Leichen gesammelt werden. Eine Zombie-Strategie. Die packert hinter sich. Man kann halt argumentieren, die Minen hat wohl funktioniert, dass sie mehr Minen bräuchten. Also das Problem ist halt wirklich, dass dieser Blob da, diese Funktion davon ist halt wirklich alle Emplacements wegzuräumen. Ne? Und die machen das ja schon seit Spielbeginn eigentlich. Der hat hier vier Panzerstrecks. Wenn er jetzt zum Beispiel Amerikaner Strafing Run hätte, zack drüber, dann wäre das jetzt zum Beispiel nicht passiert. Ne? Die Fackel wäre vielleicht trotzdem down gegangen. Macht er hier mobil drauf. Doppeladler, wenn ich das richtig sehe. Da schießen zwei Adlerie-Schütze drauf. Da war ein bisschen viel Panik bei. Aber damit er eben nicht in die Trucks reinkommt, Minen legen und Strafing Run ziehen. Ne? Das wären eher die Antworten. Und der Amerikaner ist ja Infiltrator, der kann ja mit den Rifles die Minen legen, das geht ja. Er könnte auch einfach sagen, er stellt einfach mal immer so ein, zwei Rifle hier ab hier vorne. Oder die ziehen halt auch mal eine Stellung da hoch. Also man kann auf jeden Fall nicht die Zugänge zu den Trucks gegen diesen Spam freilassen. Und hier fehlt jetzt auch ein Stück weit tatsächlich die Standard-Konter. Die Map ist so stark, weil eben dieser Rückzugspunkt von der Artillerie erreicht werden kann. Ne? Und die Artillerie, also die haben ja eine On-Map und eine Off-Map da reingesetzt, deswegen die jetzt keine On-Map hatten, um den Blob hier in der Basis auszulöschen. Die 105 hätte jetzt hier hinschießen müssen, um den Blob auszulöschen. Ne? Aber die haben halt Doppeladlerie hier drauf gesetzt. Also für, man muss halt sagen, jetzt kommt endlich mal hier eine Defense-Stellung, eine Mine. Ich glaube, das ist eine Mine. Ne? Da muss halt sagen, für einen Experten-Turnierspiel habe ich das Gefühl, dass da vielleicht noch ein bisschen Optimierungspotenzial ist. Also die Rückzugspunkte müssen einfach angeschossen werden. Die Blobs werden halt dadurch gekontert. Oder eben im Strafing Run, also flächensteckende Waffen, die sie überhaupt nicht haben, bis auf die eine Artillerie, die aber immer in den Lauf feuert. Also, weil der Blob, der sucht sich jetzt die nächste Stellung. Der geht jetzt einfach wieder runter, tut dem Briten einfach die Hölle bereiten. Der Brite muss zum Beispiel jetzt auch einen neuen Truck bauen, wenn er den wieder haben will. Die OPs sind natürlich auch weg, was man das Einkommen verliert. Ich weiß gar nicht, wo der stand. War der eben auf dem Fuel? Ja, mal gucken. Also auf jeden Fall noch ein bisschen verwirrend. Der britische Blob ist übrigens ganz groß, ist wahrscheinlich wieder ein relativ neuer Tommy. Nee, der ist schon länger auf dem Feld. Dann die Artillerie mit vier Kills. Ist das die dritte oder vierte Salve? Wo schießt der hin? Auf den Bunker. Ich glaube, man sieht die im Fog of War mit so einem schwarzen Silhouette unten runter, wenn die neu gebaut werden. Nicht 100% sicher mehr. Man sieht die auf jeden Fall, wenn die von Anfang an der Basis sind. Und sind da gut geraten oder der Mortar vielleicht gesehen? Ja, der Blob läuft wieder da rein, ne? Ihr werdet das ein bisschen aggressiver stehen sollen dann doch. Ja, und jetzt geht es über die Adri, über die Auslösung. Ich habe ja gesagt, die steht ein bisschen zu aggressiv. Gestern auch ein Spiel gehabt, wo ich mit der PE genau dasselbe gemacht habe. Geht gerade auf die 105 zu, tot. Ja, also ihr müsst die tatsächlich, also hier zum Beispiel keine Mine gelegen. Wir hätten hier auch einfach einen Draht ziehen können oder ne, hier so ein Draht-Irrgarten. Also es gab sehr viele Möglichkeiten, die zu verteidigen. Oder man hätte sie halt einfach erst richtig hingestellt. Oder man hätte sie aggressiv eben in den Blob eingesetzt. Oder man hätte Strafing Run gemacht. Was ich sagen will, ist, ich glaube... Oh, der krabbelt aber schnell. Jetzt ist er weg. Da hat gerade einer gekrabbelt wie so ein Zombie-Dingi. Oh, du bist gefuckt. Okay, will keiner machen. Was sehe ich mir gerade an? Was war das? Okay. Minen sind alle weggeräumt. Werden regelmäßig wohl abgelaufen. So, dennoch. Der Süden, der rückt kontinuierlich und ohne Pause weiter vor. Ist wie gesagt auch ein bisschen damit erkauft, dass eben die ganzen Stellungen kaputt gehen, ne? Die Artillerie, die Trucks, die Heilzelte und so ein Zeugs. Und jetzt gibt es hier wahrscheinlich gleich wieder einen Puck. Oh, Artillerieschlag, das könnte sogar jetzt sogar den zerstören. Ja, der Rückzug da durch mit Artillerie gibt natürlich auch Sicht. Ne? Oh, da willst du jetzt stehen bleiben? Da will ich rumdrehen und hinterher fahren, weil sonst zu lange eine Artillerie geblieben wäre. Mortar hier schon mit 13 Kills, der hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nebel ist auch da auf dem Feld. Ja, die Puma-Abgang-Geschichte, ne? Also der macht halt mit der Abgang keine Kills gegen Infanteristen. Klingt gar nicht wie Abgang, oder? Aber er hat sie eben ausgegeben, hab's ja gesehen. Da, jetzt liegen endlich überall Minen. Aber das muss man auch sagen, wie der Merkmal von guten Spielern, dass er auch irgendwann darauf reagiert. Und auch jetzt hier, der Blob, der läuft ja immer den gleichen Weg, der geht jetzt einfach da durch. So, der hat Laufen freigeschaltet für den Blob. Das ist eine Fähigkeit, wenn ihr, glaube ich, eine gewisse Anzahl von... Vielleicht sogar alle, ich weiß nicht mehr die Anzahl, aber auf jeden Fall eine große Anzahl von Infanterie-Upgrades freigeschaltet hat. Also er hat dem Blob jetzt alles gegeben, das heißt, er kann auch wahrscheinlich schneller kappen, schneller verlieren, einfach alles, ne?
Und du willst einfach nur noch runterlaufen, um schnell Hit and Run zu machen. Also eine sehr schöne Sache. Und jetzt rate mal, was die Konter wäre. Minen, obwohl die jetzt wahrscheinlich aufgedeckt werden. Da muss aber, glaube ich, 3 Sekunden für stehen bleiben. Oh, die Arterie hat genau getroffen. Nice. Sehr nice. und Strafing Run wäre halt auch die Counter gewesen dagegen. Ne? Aber klar, der Amerikaner hat natürlich relativ früh Infanterie gewählt, damit er eben... Gut, er hat keine Minen gelegt und da bin ich nicht ganz sicher, wo man es gemacht hat. Kann versteckt. Hat es einen Z2 gegeben, sehr gut. Ja, also diese Blob-Geschichte ist normalerweise, sieht man die selten in dem Spiel, weil Blobs sehr schwach sind. Bei den Querfen-Replay hätte ich auch nicht erwartet. Trotzdem, die Strategie mit dem Laufen ist schon mal keine schlechte. Er muss jetzt natürlich nur den Adler entkommen, wie wir gerade gesehen haben. Ne? Mit Zwerchung haben wir auch gefrontert gewesen. Also er muss den Flächenschaden ein bisschen ausweichen. Da haben wir jetzt den Trooper hier vorne im Sturmgewehr. Ich mache den T3 vergeben, erst die Sturmgewehre. Da geht jetzt Adler runter an die Nebelwerfer. Null Kills und der macht wahrscheinlich auch keinen Kill mehr. Er ist halt, also gegen Adler ist ja ungewöhnlich zu sagen, man geht auf Nebelwerfer. Wie gesagt, einen ganz frühen vielleicht, damit er noch ein bisschen Nutzen rausbekommt. Aber eigentlich sollten die immer down gehen gegen Artillerie, die Nebelwerfer. Und dann ist die Frage, ob sich das wirklich gelohnt hat. Sturmtruppe. Hier in der Seite gibt es kein Fenster, und da kann er nicht rausschießen, der Piert. Ja, der Blob ist real. Interessanterweise bleibt er auch auf dem T2, oder übersehe ich das gerade? Nee, der hat einen T3 da gemacht, genau. Aber ich habe schon Anfänger gesehen, die auf T2 bleiben, nur Infanterie machen, oder müssen Fahrzeuge irgendwann kommen. Es ist die Frage, weil er auch Artillerie-Doktrin ist und jetzt Priest holen kann, ob der jetzt wirklich Kängurus baut. Also er hat ja einen sehr großen Infanterie-Blob und den halt mobil zu machen und zu mechanisieren, könnte man ja quasi sagen. Dafür ist normalerweise der Känguru da. Und ich würde eigentlich schon erwarten, dass der auch kommt. Und der Feind hat eigentlich relativ wenig Defense gegen Känguru. Der ist Tankblock hier vorne, der Doppelschrecks in seinen 19. Also ist auch direkt die Tanktree linke Seite runtergegangen. Das heißt, er hat jetzt 4 Mannsquads, die Doppelschrecks haben, gut treffen und laufen können. Eine sehr gute Kombo, wenn man dann auch einen Winkel findet zum Angreifen. Das Problem ist, dass die Map so winzig ist, dass immer in irgendeinem Blob läuft, wenn er nicht gerade nicht einsatzbereit ist, der Blob. Das heißt, wenn ihr den Blob quasi abstimmt mit den Briten, mit dem PE-Blob, hat er keine Chance mehr, irgendwie einen Effekt zu erzielen. Aber Karl lebt noch. Jetzt hier ein Doppelangriff. Die Frage, ob es nicht auch ein bisschen geblockt ist. Aber die haben halt vom Flächenwaffen, ne? Also ihr könnt ja eigentlich einen Stu holen zum Beispiel. Das möchte er nur aus irgendeinem Grund nicht. Die haben eine Panzerschrecken der 2, nice. Aber gegen so viel Blob braucht man halt irgendwie ja Mortar. Der ist halt sehr mobil, der Blob, ne? Also ich persönlich hätte wahrscheinlich einen Stu vorgezogen. Panzer 4 wäre auch okay gewesen aus Panzerelite-Sicht, aber der hat wahrscheinlich genug Manpower-Probleme mit seinem Riesenblob. Ah, die Arterie hat jetzt endlich mal den Rückzugspunkt geschossen. Das sieht nach einer Feuerwalze aus. Nach einer komisch platzierten Feuerwalze. Egal. Hier gilt auch das, was die Amerikaner im Vietnamkrieg gemacht haben mit ihrer Arterie. Wäre ganz gut gewesen. Oh. Wirklich hardcore. Haufenweise Armored Cars. Also wenn ich hier eine Feuerwalze setzen, hätte die 105 dann hier entschießen sollen, zum Beispiel, sie halt alles abdecken und keinen Punkt haben, um rauszugehen. Trotzdem hat er eine ganze Menge Leute erwischt eben, also hat sich wahrscheinlich trotzdem gelohnt. Endlich mal ein Sniper auf dem Feld. Obwohl jetzt der Sniper, also da läuft ja eigentlich, im Grunde genommen läuft er ja nur im Blob rum. Gegen den Blob gibt er einen Schuss ab und dann hat er seine Nützlichkeit getan, der Sniper. Also wenn das jetzt 3 Mann-Squads wären, einzelne Squads, aber wenn jetzt 4 Grenz zu je 4 Mann mit Laufen auf einem zukommen und teilweise auch ein Sturmgewehr dabei ist. Obwohl, das hat er gerade nicht mehr, ne? Das. Ich glaube nicht, dass der Sniper hier den größten Nutzen der Welt realisieren wird. Es könnte 2 Fuchs geben. Oh. Ah, das mit dem Puma, ich verstehe das nicht. Wenn er zumindest die Abgun nicht ausgegeben hätte. AT war ja auch da gewesen. Ich weiß nicht, warum er die Abgun ausgegeben hat. Ja, die Armored Cars hier, muss man ein bisschen aufpassen. Genau, noch ein Treffer ist er tot. Die nehmen halt auch durch die Tommies ein bisschen Schaden. Ich wäre vielleicht sogar da geblieben, was eine Riskier wollte, den Piert nicht riskieren. Was noch eine Piert? Also ich glaube halt, dass vielleicht ein Piert-Treffer den noch gekillt hätte. So, neuer Infanterist. Sind halt Tommies, ne? Die kosten 450 das Stück. Da war eine Mine wahrscheinlich. Neue Pack. Ja, die Map-Control, die ist jetzt so ein bisschen nach unten geschwappt, also so ein bisschen seitlich hier.
Ja, das Problem ist, dass diese seitlichen Geschichte mit dem Rückzug immer viel kostet, man die schwer verteidigen kann, ne? Und da weiß ich nicht, ob das eine vorteilhafte Position ist. Und hier vorne ist jetzt Zugang zur gegnerischen Basis, also zu beiden eigentlich. Und da glaube ich, dass die rote Seite hier, die Deutschen, eine bessere Kombination haben. Also das mit dem Sniper, ne? Also er hat jetzt einen Backtack gemacht, um einen einzelnen Sniper zu bauen. Ich halte das für Käse. Ich glaube, der hat mal einen Grenzsnipen, aber also wie gesagt, ne? Der snipt dann ein, dann kann er wieder nach Hause gehen, weil der Blob ihn sonst zu gefährlich wird. Also ich wage jetzt zu bezweifeln, dass der Sniper ein gutes Investment war zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, er hat ja Rifles und wenn er noch Geld über hatte, musste er irgendwas machen. Aber eine zweite Pack von den leichten Fahrzeugen eventuell. Vielleicht mal endlich mal eine Mine legen. Also mehr als eine, ja. Die Packs vielleicht ein bisschen micron. Oder halt Tank gehen, ne? Das geht natürlich auch. Oder eine zweite 105 bauen. Die eine hat er ja kaputt bekommen, hat sie nicht nachgebaut. Also die Sniper, der kostet halt 320, die 105 450. Treibstoff sollte er eigentlich haben, weil er ja keine Panzer macht. Ja, und der Sniper, man sieht es jetzt, wie er einfach wegläuft. Und die laufen wieder ran und machen ihre Kills, weil, ihr wisst es schon, da keine Minen liegen. Und direkt ist der Tod der Panzer. Jetzt sniped er ab und an mal. Also ein Alliiertenspiel ohne Artillerie-Hoheit ist ein eigenartiges Spiel. Ne? Also im Moment haben die einen Priest und der Gegner hatte zwei Nebel, dann ist glaube ich nur einen über. Das ist sehr ungewöhnlich. Gerade bei so einer kleinen Map, also jetzt wieder, wenn da jetzt die Artillerie reinschießt, ist das Spiel vorbei. Ne? Die Priest müsste jetzt da reinballern zum Beispiel. Weiß nicht, ob die jetzt cooldown ist oder so. Auf jeden Fall ist sie nicht dabei. Oh, Ziki, sehr schön. Die wird 2, schmeißen die weiter. Motor. Wieder ein neuer offensichtlich. So, da kommt jetzt wirklich der Panzer 4 endlich. Der ist halt Anti-Infanterie, ne? Die, eine der besten Anti-Infanterie-Einheiten überhaupt. Also er hat auch diese Stummelkanone. Der ist nicht wirklich für Panzerkämpfe da. Und der kann sich auch aufstellen, damit er eben, glaube ich, die Turm sogar schneller dreht und schneller schießt. Ich weiß nicht, ob er schneller dreht, aber schneller schießen tut er, glaube ich. Den könnt ihr auch Schürzen vergeben, was hier der Fall ist, damit er ein bisschen stabiler ist. Ne? Das sind wahrscheinlich alles umsonst Tommies gewesen, die wir hier vorne sehen, weil die alle keine Waffen haben. Also die kriegen halt unendlich viele Infanteristen der Dritte. Ne? Ist nur die Frage, ob die jetzt so einen großen Wert haben. Er hat direkt 4 Kills gemacht. Also den Panzer 4 in der Version sieht man halt sehr selten. Ist auf jeden Fall Anti-Infanterie-Monster, das Ding. So, das ist der Blob wieder, der sucht wieder einen Winkel, um an den Briten-Truck hier unten zu kommen. Also der müsste halt abgesichert werden. Ich denke immer noch, dass eine Mine nett wäre. Panzer 4 ist Lowline. Ja, wir haben keine Bunker, ne? Die werden regelmäßig weggeräumt. So, wir sehen jetzt hier den Jagdpanther. Ist die Frage, ob das jetzt notwendig war, weil die anderen noch nicht einen einzigen Panzer haben. Der einzige kam, der war eben tot. Und wenn jetzt ein neuer kommt, also das sind ja Doppelschrecks. Das sind 4 erfahrene Squads, die laufen können mit 4 Mann mit Doppelschrecks in der Doktrin, ja. Brauchte man jetzt wirklich einen Jagdpanther? Was viele sagen ist, mit dem Jagdpanther kann man einfach aufgrund, wie beefy der ist, einfach zum Truck fahren, den kaputt machen. Wenn das die Idee war, dann sollte man den vielleicht auch in die Richtung fahren. Naja, und jetzt geht's halt hier los. Die holen sich jetzt hier erstmal MG und dann Emplacement, wieder Artillerie. Bam. Die Adel, die ihr übrigens seht, die kommt wahrscheinlich vom Briten, vermutlich. Die seht ihr hier als Ability nicht, weil die vom Lieutenant kommt oder vom Captain. Der hat den Command freischalten, also so eine Artillerie-Schlag, der relativ schnell runterkommt. Kostet 125 oder 150 Mun, ich weiß gar nicht mehr. So, hier war das eben Kommandopanzer und damit hat man dann den Firefly freigeschaltet. Ob das jetzt notwendig war, um die Doppelschreckgrenze zu besiegen, weiß ich nicht. Oh, die Schiene ist kaputt. Den hat er, glaube ich, noch nicht gesehen gehabt zu dem Zeitpunkt. Und selbst da weiß ich nicht, ob nicht die Pack-Antwort besser gewesen wäre. Oder die Piat-Antwort. Also der Firefly zu diesem jetzigen Zeitpunkt, wo die Gegner im Grunde genommen keine... Also ich weiß nicht, ob man das als Fahrzeuge bezeichnen will. Das ist alles Fahrzeuge, die man mit Pack sehr gut besiegt. Ich meine, der Firefly ist sicher auch nicht verkehrt. Der hat es ja schon freigeschaltet. Aber... also das ist schon ein relativ hohes Investment, ne? Und ob der jetzt den Unterschied hier macht und... Mal, wir werden es sehen. So, Piert. Das ist eine feine Sache gegen sowas. Eine Bar. Irgendwie muss er die bewaffnen. Bei gewissen Punkt ist auch eine Mundfrage, ne? Eben Tommy zu bewaffnen, wenn er nicht viel bekommt. Bam, Piert. Bam. Firefly. Schon Half-Life, ne? Hat hier einfach mal einen Schuss abbekommen.
Wie gesagt, das ist also, den Jagdpanther, da haben sie vielleicht das falsche Target gesucht. Er kann eigentlich jetzt auch nicht ranfahren und sie machen ihn jetzt auch ein bisschen Half-Life. Da kommen die MPs. Artillerie, das wird die Priest sein. Für das MG. Wieder ist das. 14 Kills. Naja, also ich würde echt die Frage nochmal stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, den E-Blob immer wieder mal gezielt unter Schuss zu nehmen. Statt einfach so ein einzelnes MG hier vorne. Die PEler, die kosten halt eine Riesenmenge an Reinforcement-Kosten, ne? Das heißt, die kaputt zu machen, ist immer gut. Selbst wenn die nur beschädigt werden, dass die reinforced, also reinforcen muss, bedeutet, dass sie nicht zum Angriff übergehen, dass sie nicht zur Reparatur gehen. Die haben ja auch schon die verbesserte Reparatur für den hier. Also ich würde immer wieder auf den Blob zielen an seiner Stelle. Diese einzelnen MGs, die sind nicht so teuer, weil die werden in aller Regel auch einfach wieder bemannt neu, weswegen man mit Reinforcement die quasi austauscht. Also das, ne, ist einfach ein geringes Manpower-Drain beim Gegner, wenn man das auf dem G feuert. Und die meisten Squads, die auch schon bei 3 Knights, die werden so eine MG auch in dieser Deckungsposition frontal ausschalten können. MP, 13 Kills. Das ist der Blob wieder. Ja, aber bei Fese hat er nicht so viele Optionen, ne? Da muss man ein bisschen mehr blobben, weil es einfach so eine enge Map ist. So, der Sniper hat schon Wert 2, also wahrscheinlich hat er sich dann doch jetzt gelohnt. Aber trotzdem, das ist ja ein Sniper, der hat ja weit über 400 Manpower gekostet, weil er eine Backtech WSC machen musste. Und ich sehe halt nicht, dass das unbedingt Pflicht war, den zu holen. Also er hätte ja auch, ne, dafür Schirms bauen können zum Beispiel. Wegen die Briten-Blob, klar, Doppelschreck und so, da kann man da noch mal ein bisschen reinballern. Muss man halt ein bisschen zurückhalten. Oder halt, ne, einfach noch eine 105. Also, der hat ja gar keine 105 mehr. Die war einmal kaputt gegangen, hat er nie wieder neu gebaut. Meiner Meinung nach einer der Hauptgründe, die Infanterie-Doktrin zu spielen. Und das wäre halt ungefähr 130 Manpower mehr gewesen. Noch nicht mal, wenn ihr bedenkt, dass der Sniper mit dem WSC eigentlich fast genauso, kostet sogar genauso viel wie die 105, ne? Außer halt Treibstoffunterschied, aber den hat er ja wahrscheinlich jetzt ungefähr nicht aus. Mortar, 24 Kills. Ah, hier seht ihr die Reparatur. Was ist das mit allen? Ja, ne? Gar nicht so schnell, wie ich das gedacht hätte. Wobei solide aber, ne? Also wie verbesserte Reparatur müsste er haben. So, der Jagdpanther, der will jetzt wahrscheinlich einen Schwack kaputt machen. Ob das jetzt der richtige Augenblick war, da reinzugehen, ich hätte wahrscheinlich die Infanterie mitgenommen. Das Problem, was er halt hat, ist, er darf jetzt hier nicht blobben, sonst die Adler wieder alles im Rückzug zwingt, ne? So, die laufen jetzt wieder, sind wieder im Laufmodus. Die wollen jetzt irgendwas kaputt machen, den zum Beispiel. Schuss, tot. Was ich ja sage, so episch war das nicht. Und er zieht sich einfach direkt wieder zurück, will keine Risiken eingehen, ne? Der ist auch schon Lowlife, will keine droppen. Die Rückzugspunkte, ne, bei ihm auch, sind natürlich jetzt gefährlich. So, jetzt müsste die Priest wieder hier reinballern. Wo ist sie? Ich sehe sie irgendwie nicht, sie ist schon tot. Neuer Firefly. Er hat die Priester eben verloren irgendwie. Wie hat er das denn geschafft? Also sie haben tatsächlich gar keine Artillerie mehr. Okay. Ja, der Jagdpanther. Also vielleicht geht er mal nicht mit dem Königstiger, ne? Der ist halt wirklich eher gegen Fahrzeuge. Artillerieschlag. Hat beschädigten Motor. Sollte vielleicht jetzt schon mal anfangen zu gehen deshalb. Fahr doch raus, du hast einen beschädigten Motor. Der bleibt da einfach stehen. Oh, das war ein Feuersturm. Hä? Nee. Also wie denn? Geht da gar nicht. Wo kam das Feuer jetzt her? Hast du mit dem eigenen Nebel da drauf geballert? Gibt's den überhaupt noch? Der war das, ne? Mit Artillerieschlag. Nebel mit Artillerieschlag. Also beide auf dieselbe Position gefeuert. Dann war mindestens einer falsch bei der Entscheidung, wenn das so war. Waffe kann er wahrscheinlich nicht mitnehmen. Ja, er ist wieder unterwegs. Er hat den Blob jetzt, glaube ich, auch aufgeteilt. Er hat jetzt wirklich den Blob und den kleinen Blob. Er hat zwei Blobs daraus gemacht. Einfach wahrscheinlich oben die Anfälligkeit ein bisschen zu reduzieren. Ja, der geht jetzt den Truck auslöschen. Da ist natürlich jetzt kein Support. Oh, so viele Medics laufen da rum. Zack, Sniper schießt. Er geht jetzt wahrscheinlich hier in die Ecke. Das ist noch ein Heal. Okay. Wie viele von den Zelten will der eigentlich haben? Jeder hat eins gebaut. Wo willst du eigentlich hin? Ah, der will... Hä? Will er den Panzer jagen? Okay. Tatsache, der wollte den Panzer jagen. Artillerieschlag in den Lauf. Oh, Backe. Also mal zur Erinnerung, wenn das der Artillerieschlag von dem Lieutenant hier unten ist, der schon Wert 3 ist, dann kommt der in zwei Salven. Die erste kommt sehr schnell runter und die zweite ein bisschen später. Und jetzt hat er das auch noch gefuckt bekommen. Also dieser Hinterherlaufen, selbst ohne den Artillerieschlag wäre das nicht gut gewesen, weil er da sich niemals zurückziehen können. Also er hätte einfach da den Truck bombardieren und weggehen sollen. Das war so super greedy, was er da gemacht hat. Und er hatte jetzt einfach alle Schreckgrenzen verloren, ne?
alle Wett-Schreckrenns weg. Also das könnte schon fast eine Vorentscheidung gewesen sein. Ultra brutal, sage ich euch. Die hätte er sicher noch gebraucht. Okay. Pack schießt. Ich habe immer noch das Gefühl, dass sie viel weiter schießt als in der aktuellen Version. Ich frage auch in jedem Replay dazu, aber sagt noch keiner was zu. Aber jetzt mal im Ernst, Jungs, wenn ihr COH spielt. Wobei, das könnte noch so ein bisschen was sein, aber ist das nicht trotzdem eine sehr weite Distanz für eine Pack? Der ist gleich tot. Den könnt ihr aber wiederholen, wenn ihr wollt. Hat sich aber für den Preis und für die Doktrin alles nicht gelohnt. Oh, Panzer. Also 8 Infanterie-Kills, ja. Und dafür ist die gesamte Strategie darum aufgebaut. Den ganzen Support, die Reparatur, einfach alles. Und, also ich weiß es nicht. Zumal er jetzt auch die Schreckgrenzen nachbauen muss. Also die Doppelschreckgrenzen sind eigentlich in der Spielsituation immer noch eine gute Einheit. Er muss nur anfangen, ein bisschen weniger Mission Suicidal einzusetzen. Genau, Doppelschreckgrenzen, also ist halt super geil. Er muss auch aufpassen, dass er die nicht droppt, weil die Wett-2 und Wett-3 Rifles sollten damit nicht ausgestattet werden. Kann man nicht empfehlen. Die schießen auch Packs gut kaputt, ganz nebenbei. Repair-Bunker. Ja, der Mebel schon was erreicht. 0 Kills, hervorragend. Vielleicht auch schon der dritte. Also auf jeden Fall ist die Betonung bei den Alliierten sehr stark auf Infanterie, aber ich meine ultra stark. Eben wahrscheinlich auch, weil die gegen die Schreckgrenze Angst haben so ein bisschen und das damit kontern wollen ein Stück weit. So, hier mal zwei Sturmgewehre, der 2 tut er sich ja auch nicht weh. Sonst würden die gegen den Blob niemals arbeiten, das ist auch der Grund, warum die noch nichts machen. Der hat aber eine Panzerschreck, wenn die ausgegeben hat, kann er glaube ich kein zweites Sturmgewehr vergeben. Der hat den Link gefinisht. Macht den jetzt kaputt, damit der Bergetiger den nicht wiederholt, falls sie einholen würden. Ja, der Sniper ist schon Wett 3 inzwischen, also der hat sich doch super hardcore gelohnt, die Pack wohl nicht. Der hat sich super hardcore gelohnt. Muss man einfach sagen, hat dann doch funktioniert. Ist halt wirklich gegen, der wurde jetzt auch geguckt, ist halt normalerweise gegen unsichtbare Trooper, gegen laufende Sturmgewehre, also das sind unsichtbare Sturmgewehre und laufende Sturmgewehre auf der Map. Ja, und Armored Cars. Ist das normalerweise, wie gesagt, eine sehr komische Wahl. Ich denke immer noch, dass die Artillerie den ganzen Block in der Basis schon zehnmal gepuckt hätte. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil der eben auch nicht anvisiert wird. Und die Jungs müssen zum Beispiel laufen, ne? Die müssen eigentlich nur jetzt Laufen anmachen durch den Sniper. Der ist natürlich jetzt Wett 3 und deswegen ist das jetzt schwierig. Aber der war ja irgendwann mal nicht Wett 3. Der wird ja nicht geboren mit dem Sniper-Gewehr, ne? Also von daher hätten die es nur früher gezielt countern müssen. Und das wird sich jetzt natürlich sehr böse rächen hier vorne. In der Geschwindigkeit ist der ein bisschen schwer zu kontern. Wieder kaputt. Eins oder Pack wahrscheinlich, jetzt in der Bildschirmrand raus sneaken. So, der Panzer 4 hat auch schon 9 Kills. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass er mehr hat. Ich vermute mal, weil er eben so schwer beschädigt war, dass sie keine Zeit hatten, den zu reparieren, weil der Jagdpanzer hat ja auch viel Reparatur gefressen. Deswegen er lange nicht mehr im Einsatz war. Hast du wieder einen Mortar nachgebaut? Das ist jetzt schon irgendwie der dritte Wehrmacht-Mortar. Die ersten beiden waren doch auch schon nicht gut. Panzerschreck. In den Boden. Also übrigens, öfter mache ich es versuche, das müsst ihr aber noch mal besser testen, ist, nach dem Schuss brauchen die Ewigkeiten zum Nachladen. Das machen die aber meines Wissens auch aus der Bewegung. Also wenn die geschossen haben, dass ihr wirklich geht, um einfach näher ranzugehen, damit der nächste Schuss besser trifft. Ne? Ist ein bisschen Micro, aber ich glaube, dass sie dann tatsächlich, dass ihr dann mehr DPS rausholt. 36 Kills. Zum Großteil wahrscheinlich grenzt. Also der hat sich, wie gesagt, schon jetzt sehr extrem fett gelohnt. Die müssten den mal gezielt auseinandernehmen. Aber sind natürlich ultra im Druck, ne? Naja, so 2 Sturmgewehre und dann müssen die auch noch beschießen lassen wegen dem Kappen. Schwierig jetzt den einzusetzen, schwierig. Der Sniper hat jetzt eine gute Zeit auf jeden Fall hier unten, weil er zwischen den beiden Infanterieblocks im Hin und Her läuft und die im Süden Atrioid haben. Und er baut jetzt einfach eine zweite Situation. Er hat den WSC ja jetzt auch schon, das lohnt sich dann schon. Also durch eben den Infanterieblock der beiden Spieler ist der relativ sicher da unten. Und auch durch diese Map, ne? Weil da sehr wenig Flankenmöglichkeiten sind. Aber die müssen halt langsam den Blob reduzieren. Ne? Die 105 hätte die stattdessen gebaut, hätte die schon 10-mal getötet. Also vielleicht ist ja eine Gentleman's Geschichte, wo die eben eine Feuerwalze da reingesetzt hat und da glaube ich das nicht. Da fehlt mir glaube ich noch ein bisschen die Abstimmung, diesen Blob gezielt zu bombardieren, wenn er in der Basis ist. So, wisst ihr, was ich jetzt erstmal mache? Ich mache jetzt erstmal Kaffee, weil ich sehe, dass das Replay noch richtig lange geht und dann bin ich frisch dabei. So, da bin ich wieder jetzt entspannt an die Geschichte. Was haben wir?
Also im Moment geben wir mehr Panzer. Wir haben jetzt M10s gesehen, wir sehen Fireflies. Die andere Seite hat tatsächlich noch keine Panzerantwort, außer die Panzerschrecks. Das reicht aber in der Regel auch, weil es ja Anti-Tank ist. Ja, wie ist denn die Gesamtsituation? Also siegpunktmäßig ist er noch nicht so katastrophal für eine Seite, obwohl die 140 Punkte schon ein bisschen schmerzen. Okay, wir wollen vielleicht die Panzer 4 finishen, vermutlich. Beide Fireflies sind jetzt down gegangen, ne? Okay. Also die Situation jetzt ganz kurz. So im Moment würde ich sagen, dadurch, dass die unendlich viel Infanterie umsonst bekommen im Süden, also die haben bestimmt schon, ich weiß nicht, jeder 5 Squads umsonst bekommen, ne? Die haben die ganzen Zelte immer wieder da im Süden, auch wenn die immer wieder kaputt gehen, kriegen die immer wieder Infanteristen. Das spart natürlich schon Manpower über die Zeit. Und gerade die Amerikaner kriegen ja hier, wie ihr seht, ne, Wett 3 hat er mehrere Rifles. Und einer hat auch eine Panzerschreck. Also die werden bewaffnet und gewettet quasi. Auch wenn die immer wieder als Zombie-Leichen wiederkommen. Also ich glaube, dass die im Moment sehr gut abschneiden. Und der Panzer 4, oh, der will jetzt überfahren. Oh nein, warum nicht? Warum nicht? Also auch für den Schießschneller, keine Frage, aber hätte ich auch überfahren können. Also das war, also hätte er einfach, wäre er weitergefahren, hätte er sicher 3-4 Mann noch erwischt beim Überfahren. Artillerieschlag, der ist da links minimal komisch gesetzt, hätte er ein bisschen weiter hinten gesetzt, hätte er den Panzer 4 wahrscheinlich beschädigt. Weil mit diesem Kreis unten runter, sieht bei der Hummel, da braucht eine Zeit, um dich wegzufahren. Der Mortar hat sich gelohnt. An die beiden Sniper. Die Sturmgewehre wollen ihn jetzt holen, die Sniper. Auf Short Range treffen die nicht immer. Er hat sie. Und weg. Also ist eine große Lippe riskiert, ne? Die können auch treffen auf Short Range, ist nur unwahrscheinlich. Also er wollte jetzt einfach loswerden, das war das Risiko auf jeden Fall wert. Zumal tatsächlich die Sturmtruppen, die noch keine, also die haben irgendwie noch nicht wirklich am Spiel teilgenommen. Nebel, der kommt glaube ich nicht bis zur Basis, und die, ne, hätte auch hierhin schießen können, aber ich glaube, da kommt er nicht hin. Ja, der Panzer 4 hier vorne mit 12 Kills. Also für das, was es eigentlich für ein Fahrzeug ist, müsste er viel mehr Kills machen. Gerade bei dem Blob noch zusätzlich, aber er wird natürlich down unter Druck gesetzt. Ich denke immer noch eben, das Überfahren hätte er wahrscheinlich nochmal extra gut was draufgesetzt. Und er hätte eben auch große Lippe riskiert, also die Wett 3 Stickies machen glaube ich auch mehr Schaden, auch wenn die Skirts den Schaden glaube ich, ich weiß nicht, ob die 100% abnehmen, ich glaube die Wahrscheinlichkeit ist nur verpufft höher. Ich kenne ja die genaue Logik nicht mehr. So, da sind jetzt 3 Panzerschrecks, die wollen wahrscheinlich wieder den Truck töten. Und tatsächlich ist jetzt gerade eine riesen Lücke am Klaffen, da kommt schon die Abfangtruppe. Aber er sollte genug Zeit haben. Und dann ist wieder die Frage, wenn er sich zurückzieht, geht das halt durch den Blob Wett 3, ne? Jetzt wird er nicht im Kreis laufen. Also ich würde ihn jetzt abschießen und dann nach oben weglaufen mit dem Trupp, ne? Aber nicht durch den Blob dadurch. Oder wenn der Blob ihn ignoriert, dann einfach den nächsten Truck ausschalten. Und das ist die Fähigkeit, den dritten Panzer zu bauen. Hat sie mit aufgelöst. Ja, jetzt den nächsten einfach ausschalten. Das Heal, das würde ich jetzt nicht kaputt machen. So episch ist das nicht. Und man soll die Tommys muss auch wieder neu bewaffnen. Also der Truck wäre wahrscheinlich massiv wichtiger gewesen. Zumal er mit dem Truck den Truck auch bauen würde. Also hätte er den jetzt auch kaputt gemacht, dann wäre der jetzt erstmal paralysiert, der Brit, für eine gewisse Zeit. Ne? Also er hätte, glaube ich, nicht das Zelt anvisieren dürfen deshalb. Aber klar, Sniper war da und alles. Aber diese eine Salve hätte er auch auf das setzen können. Trotzdem, der Panzertruck ist weg. Das heißt, es gibt eine Zeit lang die Fähigkeit verloren, Panzer zu bauen. Oh, was ist das für Cheatbug? Haben den eingestellt. Wollen nicht. abgebrochen, der Rückzug. Ich glaube, ich habe noch nie so ein langes Spiel gesehen. Das ist, man merkt halt schon, dass es ein Turnier ist und beide Seiten halt, die wollen das, ja. Die wollen das auf jeden Fall. Handgranate. Sind für gewöhnlich nicht so stark. Gerade wenn es beweglich ist. Dass wieder ein bisschen Artlebers runtergeht. Aber hier auch wieder die Frage, warum geht jetzt hier runter? War das der Leutnant vielleicht? Also warum hat er denn wieder auf den Rückzugspunkt geschossen? Der war ja gerade im Rückzug, ne? Vielleicht hat er sich auch zurückgezogen wegen dem Artillerieschlag. Ich habe es jetzt nicht genau gesehen. Aber man sollte gucken, also irgendwann ist immer ein Rückzug, dass man die Artillerie vielleicht wirklich zurückhält für diesen Moment. Wett 3. Naja, der will das jetzt kappen wegen Siegpunkten. Das ist eine wichtige Geschichte. Panzer 4, Feuersupport. Fährst du gerade auf die Eisenbahn? Nicht sicher, ob der das historisch wirklich so gekonnt hätte, aber sicher eine interessante Geschichte. Ist es eine angeschreckte Panzerung, egal wie man getroffen wird? Also das habe ich noch nie gesehen, so ein Ding. Sekunde. Ich suche nur gerade einen schönen Screenshot für mein Thumbnail und sieht halt einfach nett aus.
Was meint ihr, so oder lieber von der schrägen Seite? Und der Titel dann fürs Video: Ein schräges Spiel. Ich kann leider die Kamerahöhe nicht verändern. Ich kann nur durch den Winkel eine Szene bekommen. So vielleicht. Screenshot. So, kann weitergehen. So, bevor es weitergeht, eine kleine Werbepause. Und zwar mein Sponsor Instant Gaming. Nochmal kurz vorgestellt, ihr kennt es wahrscheinlich aber auch schon, ist einfach ein Keyshop, wo ihr preiswerte Computerspiele kaufen könnt. Ihr könnt ihr dann bei Steam aktivieren. Und dann diese Woche im Angebot Crusader-Päckchen für 5 Euro. Weiß gar nicht, was er sonst kosten würde. 30% mehr knapp, normalerweise. Ne? Muss ich mal gucken, das ist wahrscheinlich von der unverbindlichen Preisempfehlung, vermute ich mal. Obwohl die ja meistens auch so bei Steam verkaufen dann. Ja, und da habt ihr auch jeden Fall schöne Sonderangebote bei. Das ist was diese Woche halt, wo ganz oben auf der Liste steht. Ich guck gerade ein bisschen. Stellaris DLC 42% gespart. Das dritte neue Warhammer ist dabei. Ich pick nur Strategiespiele. Ja, auf jeden Fall habt ihr dann die Sachen. So schaut das aus, dann kriege ich auch ein paar Prozente davon. Und jetzt weiter zum Replay. So, da bin ich wieder. Ja, ich hoffe, dass es die richtige Stelle war, weil es tatsächlich bei mir in meinem Videoprogramm ist ausgegangen oder abgestürzt, eins von beiden. In jedem Fall muss ich nochmal das Replay deswegen neu laden auch, weil ich es zu spät gemerkt habe. Ich hoffe, dass es die gleiche Stelle war, aber es müsste um diesen Markt gewesen sein. So, ich habe jetzt überlegt, dass wir vielleicht den Rest des Replays, weil es noch sehr lange geht, dass wir das vielleicht mit Fog of War machen, aus Sicht der Deutschen oben. Einfach um für den restlichen Replay mal eine Abwechslung zu bekommen. Ne? Also mit Fog of War jetzt hier unten. Und schauen wir uns das mal an. Ich habe nochmal nachgeguckt. Tatsächlich war das das einzige Replay, was nicht hier unter Experten-Replay stand. Trotzdem sind die natürlich im Turnier, ne, in irgendeiner Runde gewesen in den oberen Brackets, wie ich das sehe. Also das sind auch keine Anfänger, aber da stand nicht Experte bei. Das könnte erklären, warum manche Moves mir sehr komisch vorkommen bei denen. Aber naja, wie gesagt, kann auch sein, dass ich auch irgendwas da übersehe. Im Moment habe ich halt das Gefühl immer noch, dass die. Also der Panzernite, der spielt halt heftig Anti-Tank. Was völlig übertrieben ist, der Jagdpanther ja zum Beispiel, weil keine Panzer im Gegner sind. Ne? Das ist ein bisschen komisch gewesen. Die Artillerie schießt halt nicht auf den Blob, die ganze Zeit alle Fahrzeuge vernichtet mit den Doppelschrecks. Das ist, ja, also das könnte so ein paar Erklärungen dafür sein. Artillerie wird auf mobile Blobs gesetzt, deswegen trifft die auch nie. Also die Off-Map-Artillerie. Und da gibt es halt viele so Sachen. Minen werden nicht gelegt, ne? Sniper kamen sehr spät. Die Trooper des Deutschen werden nicht unsichtbar gemacht. Also die habe ich noch nicht ein einziges Mal unsichtbar laufen sehen. Dass der halt irgendwie die Sniper versucht zu flanken oder in die Basis läuft oder sowas, ne? Und dann was kaputt macht die Artillerie. Die Infanteriedoktrin des Amerikaners, der hat einmal eine 105 gebaut und dann nie wieder. Und dafür die Infanteriedoktrin halt Käse, der macht halt nur Off-Map den Appen an. Ne? Da wäre mit der Tankdoktrin natürlich viel, viel besser gefahren. Oder mit Airborne und eben diese Blobs immer wieder. Also es ist kein Blob, aber ne? Und so mal, wenn man das Blob kommt, ja. Hätte man den countern können. Oder Nebel gegen Artilleriedoktrin des Briten zu spielen, ist auch sehr ungewöhnlich. Ich könnte es jetzt unendlich lang fortführen, aber ich glaube, das sind ambitionierte Spieler, die sicher ein gutes Spiel machen. Hier auch Abgun war eben, ist auch mal komisch. Aber da sind, glaube ich, noch so ein paar Sachen, wo geschliffen werden könnte, ist mein Eindruck. So, jetzt gucken wir mal weiter, was die anstellen. Die laufen wieder zum, ich glaube, das ist das 100. Mal, dass sie da runterlaufen. Es kommt halt ein M10, der halt die Doppelschrecks kontern möchte. Genau. Ich weiß auch nicht, was ich dabei gedacht hat. Also wahrscheinlich wollte der hinten den Mortar oder so holen. Aber es ist ja unwahrscheinlich. Die Maps sind einfach zu klein, der Laufweg zu gering, als dass man den nicht nonstop da erwarten kann. Ne? So, jetzt geht er wieder hier auf Suche nach einem Truck oder so weiter. Er muss halt aufpassen, er darf nicht, genau, das darf er eben nicht machen. Das erste Gebäude darf er nicht abschießen, was er findet. Weil, wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz gucken würde, ich würde vermuten, genau, da hinten sind halt zwei Trucks. Ne? Also im Gärte auch frontal ausschalten können, was wichtig für den nächsten Angriff wäre. Er hätte auch einen M10 vernichten können. Also wenn ihr immer auf das erste Gebäude schießt und das Zelt steht normalerweise ganz weit vorne, was dann passiert ist, dann habt ihr eben das Zelt kaputt gemacht, was relativ preiswert ist, und habt dafür aber genauso viel Manpower verloren, weil ihr gesniped werdet und im Rückzug Einheiten verliert. Und müsst dann nochmal einen neuen Angriff planen. Und jeder Rückzug ist potenzieller gesamte Armee-Gefuckt-Aktion, wenn die Artillerie irgendwann mal einsetzen würden. Ne? Von daher muss man echt aufpassen, welche Targets man pickt. Man will für gewöhnlich eigentlich ausschließlich den Truck picken, wenn es geht. Und das in G, wenn es nicht anders geht, ne? Weil das auf dem Weg dann sonst im Weg wäre. Aber man will eigentlich die Trucks vernichten, ne? Weil das verzögert die Produktion beim Gegner, das kostet Ressourcen, das tut den OP-Removen für eine Zeit lang, kann den Sektor kappen, was halt jetzt auch nicht geht. Ne? Also die Trucks sind eigentlich die Priorität normalerweise. Alternativ auch gerne die Panzer, wenn die sowas hier bauen. Dann sehen wir uns jetzt Firefly gegen Panzer 4. Aber das ist ja nur Anti-Infanterie, ne? Da hätte man auch locker sagen können, mit Pack oder so, oder dem 10 hätte gereicht. Panther Wehrmacht ist auch mal eine interessante Wahl. Ich finde den Panther bei den Panzerelite massiv besser.
Weil die Wette, die er vergeben kann, gerade die Defense-Wette, machen den zu einem unbesiegbaren Monster. Außerdem kriegt man zwei Stück, ne, für 1000, das ist auch mal ein nettes Sonderangebot. Bin da ein großer Freund von. Warum der den gebaut hat, weiß ich persönlich nicht. Weil, also, der ist halt A schlechter, er muss den Wett vergeben, wenn er so auch nicht unbedingt braucht. Seine will wirklich mal irgendwann den Tiger holen, das ist der Blitzdoktrin. Und sie haben ja die Doppelschreck, die im Grunde genommen alles vernichten, was auf der Map ist. Ne? Ich meine wirklich alles, ohne jede Probleme. Also und da war diese Anti-Tank-Holen gegen zwei Infanterie, Blobber und Artillerie meiner Meinung nach die falsche Wahl. Ich meine, jeder dicke Panzer kann natürlich die Trucks vernichten und den Placement und so weiter. Das nächste Zelt, glaube ich, gerade vernichtet. Da geht es ein 17-Fünder hoch, das ist natürlich Blödsinn. Weil eben ne, da ein Doppelschreck die ganze Zeit kommt. Ja, ja, also das ist nicht ganz optimal. Also ich denke, der hätte lieber Panzer, also vielleicht sogar einen Tiger nehmen, weil dann, wie gesagt, hat er ja als Doktrin einen Tiger nehmen, Panzer 4 oder manchmal sogar einen Ostwind. Aber den Tiger, also warum hat er nicht einen Tiger genommen, ne? Oder einen Stu gegen die Blobs, das geht vielleicht auch, ne? Das wären, glaube ich, ganz gute Entscheidungen gewesen. So, der Gegner hat Sniper, haben wir eben ein paar Mal schießen sehen. Das heißt, also eigentlich müsste der, das ist auch sehr komische Wahl, müsste der mit diesen Sturmgeschützen einfach jetzt in die Sniper gehen. Das Problem ist halt, dass die Wett 3 Weifel alle schon eine Panzerschreck haben. Von da sind leichte Fahrzeuge eine sehr riskante Wahl. So, es geht jetzt auch mehr und mehr um die Siegpunkte so ein bisschen. Aber ja, die Sniper sind ein kleines Problem. Die bluten ein bisschen aus. Panzer 4. Aber da kommt jetzt Fiat, Stickies und alles. Ne? Also, der hat ihn halt immobil gemacht. Dadurch, dass der kann er schneller drehen und alles und zerstört mit absoluter Sicherheit. Das heißt, der müsste eigentlich. Gerade wenn die Gegner halt Piats haben und Stickies haben und Panzerschrecks haben, müsst ihr mobil bleiben, damit ihr rückwärts rausfahren könnt. Ne? Das ist ganz wichtig. Also sonst haben die 100% Trefferrate und die Stickies kommen auch nur ran, wenn ihr vor dem steht. Das war sicher ein Mikrofehler. Ja, der Sniper, der räumt hier auf und ist dann Wett 3 Fug kassiert, damit er einfach nochmal die Granate schmeißt. Dieses nur nochmal die Granate schmeißen ist tatsächlich so ein typischer Anfängerfehler, würde ich auch sagen. Das haben die Leute öfter. Ihr müsst halt wirklich entscheiden, wann sich lohnt, die Granaten schmeißen, wann nicht. Und das war sicher unter Sniperfeuer und unter Wett 3 Feuer keine Entscheidung dafür. Das andere Problem ist, dass eine Granate ist, die keinen Schaden macht. Die macht eigentlich nur Schaden, wenn er drin stehen bleibt, hauptsächlich. Und von daher sind die sowieso sehr ungeeignet für diese Aktion hier vorne. Ne? Also die Granate hat jetzt ein Wett 3 Sturmgewehr gekostet, was ultra wichtig gewesen wäre gegen die ganze Infanterieblob und gegen die Sniper. Ja, wieder M10 im Einsatz, ne? Der will den Mortar haben, ich verstehe den Teil schon. Aber, also wie gesagt, die Basis des PLers mit Doppelschreck, die ist ja direkt vor Ort. Also in diesem Laufweg muss immer ein Grenzen erwarten sein, normalerweise, wenn ich sogar eine Pack, ne? Oder hier die Blitzgrenz meinetwegen auch. Also da mit M10 reinzufahren, ist so ein bisschen größenwahnsinnig. Der wollte dann Zeitfenster nutzen, aber das Zeitfenster kann eigentlich nur sein, wenn man weiß, wo der Blob ist. Jetzt fährt er wieder nach hier rein. Jetzt müsste wieder die Adlerie runtergehen. Das wird wieder nicht passieren, ist auf jeden Fall so. Ja, da vorne schießt jetzt Artillerie. Aus irgendwo schießt die Artillerie jetzt hier vorne hin. Ja, auf den Nebel. Also ich verstehe schon, dass der Nebel countern will, aber stellt euch vor, diese Artillerie gerade hier runter geht, das Feuerwalze, die wäre auf den Block runtergegangen. Das wäre, glaube ich, ne? Die drei sind mehr wert als der Nebel. Ohne jede Frage. Sniper, jetzt ein Spaß hier unten. Nein, diese Sturmtruppen, die werden immer frontal eingesetzt, ne? Die haben natürlich auch hier Gült, die Map ist so klein und die Laufwege eigentlich so fest eingefahren. Man muss auch hier immer wieder irgendwelche Gegner erwarten. Also man kann mit dem Sturmtrupp nicht sichtbar einfach gerade da durchlaufen, das macht keinen großen Sinn. Man müsste eigentlich damit hingehen und hier hinten so rumlaufen. Hier ist öfter frei oder vielleicht hier eine Basis so flanken gehen. Dass er mit dem einfach hier runterläuft und dann irgendwie eine Artillerie kaputt macht oder was auf dem Rückzug funkt oder wie auch immer. Oder einen M10 erwischt, der gerade repariert. Oder ihr lauft halt hier hinten am Bildschirmrand lang mit dem Sturmtrupp hier vorne und sucht halt die Trucks auf um die Ecke. Aber frontal da durchzulaufen, da muss man den Blob erwarten. So, wieder der Angriff von dem Blob. Ja, wieder M10, ist wie gesagt, also die AT, also ich weiß ja nicht, warum die AT spielen. Ist, glaube ich, sehr fragwürdig, aber den AT wegkommen kann man sicher machen. Aber das Problem ist halt, das Zeitfenster, mit der Angriff funktioniert, wegen der Artillerie, wegen dem Sniper, wegen dem Infanterieblob, ja. Das ist sehr gering und man muss halt wirklich sagen, diese Zelte dafür einzureißen, lohnt sich allerdings nicht. Also besser wäre es, hier einfach am Bildschirmrand auch mit den Grenzen lang zu gehen. Und wenn er hier ist, mit schnell laufen an die Trucks immer zu laufen. Der weiß ja, dass die hier hinten stehen. Jetzt warte ich wieder auf die Artillerie. Wird wahrscheinlich leider wieder nicht kommen. Ist halt, wie gesagt, absolut spielentscheidend, da die Artillerie drauf zu halten. Und beide sind halt Artillerie-Doktrin in irgendeiner Form. Also sollte eigentlich kein Problem sein, da jetzt den Blob auszulöschen. Also im Spiel, was fast 90 Minuten geht oder was das da wird, da sollte man schon erwarten, dass die Artillerie nonstop da reinhält. Der andere Punkt ist, die trifft zwar nicht so 100%, aber mit einer hohen Wahrscheinlichkeit.
Und jeder Schuss, der er nicht trifft, trifft halt eins der Gebäude. Und die braucht der PEler ja trotzdem. Das ist auch ein bisschen beschädigt, das war schon eine Feuerwalze ganz am Anfang. Wenn er die Gebäude ausschaltet, dann müssen die teilweise auch neu gebaut werden, wenn er irgendwas machen will. Ne? Upgrades bauen, Panzer 4 bauen, also er will ja nachbauen Einheiten. Ne? Also auch dann, da kriegt man ja auch was raus, wenn man es einfach immer wieder versucht. Dann haben wir so ein bisschen Bonus oben drauf. So, der Amerikaner hat jetzt ein bisschen geblobt, komplett das MG gelaufen, aber der eine hat es dann aus dem Pin rausgeschafft. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, die linke Map-Seite zu kappen hier vorne. Wenn man den Rifles einfach frontal aus einem Block zu laufen, das macht keinen großen Sinn da, weil man dann eben in einem G läuft, der Nebel kommt, solche Geschichten, der Panzer 4 maximalen Schaden macht. Also vielleicht mit drei Leuten dann noch aufteilen zum Flanken und einen zum Kappen bringen. Hier wieder, ne, ist frontal mit seinem Einheit gegen den Block gelaufen. Das ist, ich habe nicht mehr mitgezählt, also in den letzten 5 Minuten das zweite Mal passiert, dass er das gemacht hat. Der hat halt keine Chance da drauf, ne? Zumal es eben auch redundant ist, weil er auch mit Panzerschrecks arbeitet wie der PEler, nur eben mit halb so viel. Der andere, glaube ich, Sturmgewehr, die andere Zweitwaffe. So, trotzdem sind die hier durchgelaufen und haben die AT vernichtet. Muss man halt wieder die Frage stellen und dann durch den Block zurückziehen. Das ist immer sehr, sehr gefährlich. Ja, hat jetzt das T-17 vernichtet, aber die haben ja keinen einzigen Panzerangriff geplant offensichtlich. Also auch hier hat er an den T-17 vorbeilaufen müssen, eigentlich um den Truck zu wischen, der dahinter steht irgendwo. Und er weiß, dass er da steht, weil der Punkt nicht kappbar war eben. Also wieder in der Basis würde ich wieder die Artillerie erwarten. Nett, wenn der Nebel sich direkt dazu stellt, das macht die Feuerwalze umso effektiver dann. Das ist sicher keine gute Position für den Nebel. Aber da die sich da unten halt weigern, da reinzuschießen, ist es tatsächlich... jetzt kommt der Schuss, okay. Kam ein bisschen spät, weil er schon rausgelaufen ist ein Stück weit. Aber ihr seht schon, die Streuung, ne? Also das braucht ein bisschen Glück natürlich auch, ne? Das ist schon klar. Aber ihr kriegt ja sonst die Gebäude nebenbei auch. Man muss es einfach nur machen. Und er müsste eigentlich eine Feuerwalze auch anmachen, weil die schneller kommt und dann eben auch mehr Fläche abdeckt. Das sieht so komisch aus. Ich glaube, der hat tatsächlich auf den Nebel geschossen. Und wenn man sieht, wie die einschlägen, war das mit Sicherheit nicht auf die Infanterie gezielt. Kam auch ein bisschen spät. Normal würde der Nebel nach dem Schuss sich zurückziehen. Der hat einfach gewartet nach dem Schuss. Also laufen die wieder hier rein. Wieder was ganz Neues. Also ich weiß nicht, wie oft die das im Spiel schon wiederholt haben und noch wiederholen werden. Hier kann man auch kurz einen Schuss abgeben. Im Glückstreffer kann man die One-Hitten. Jetzt muss er hier ein bisschen aufpassen. Hack kaputt gemacht. Dann muss auch aufpassen, dass kein Puck kassiert. Ne? Und das geht er wieder komplett nach Hause. Jetzt müssen wieder die Artillerie schießen. Das Spiel, das dreht sich so ein bisschen im Kreis, habe ich den Eindruck. Nebel macht tatsächlich seine Kills jetzt hier vorne. Fällt ganz gut gegen Infanterie-Blob. Das Problem ist halt, dass die im Süden nicht genug Artillerie bauen. Also es ist ja offensichtlich eine Menge Infanterie, Nebel, also genug Artillerie-Ziele sind ja auf dem Feld. Und beide bauen halt Infanterie-Blobs en masse und eben Panzer, die sie nicht brauchen. Da ist jetzt mal ein Schirm, das ist mal ein sinnvoller Panzer eventuell, aber auch der will gegen die Doppelschrecks riesen Probleme haben. Die bauen meiner Meinung nach vom Makro einfach die falschen Einheiten. Zumindest im Süden. Obwohl das da, wie gesagt, auch nicht so episch war, weder mit dem Blitztrooper noch mit dem Panther. Also für den Panther hätte ich auch einen Tiger holen können zum Beispiel, ne? Der hätte sicher einen größeren Effekt gezeigt im Spiel. Der hat dann viel besseren Splash-Schaden gegen Infanterie-Blobs. Ja, der hat dann nur ein Sturmgewehr, gegen den Wert 3 wird er auch nicht glücklich. Will er wahrscheinlich auch nicht mal kämpfen, okay. Und mit der einen Panzerschreck, da macht man halt nicht viele Schäden, ne? Also... Ja, jetzt geht er wieder nach Hause. Der läuft halt immer rein und geht immer nach Hause. Also ich habe den noch nicht einmal gesehen, dass der irgendeinen Effekt hatte. Und er hat, glaube ich, 2 davon. Was ein bisschen schade ist, weil die gerade hier eine... Ne, also 2 Truppen mit Doppelsturmgewehren oder 2 Truppen mit Doppelstrecks oder so. Da kann man schon eine ganze Menge mit anfangen. Mortar wird beschossen. Der Mortar ist übrigens vielleicht gar nicht so schlecht, auch wenn er jetzt hart bombardiert wird. Weil der das Kappen unterbinden kann und so um Siegpunkte geben. Weil der kann ja wirklich eine spielentscheidende Wirkung entfalten. Ein bisschen wenig Repair-Bunker gibt es übrigens auf der Map. Einen quasi. Nicht so viel. Wir haben aber nur die größte Panzerarmee. Ist das jetzt eine Feuerwalze sogar gewesen? Nee, ne? Naja, aber er hat jetzt die Adler wieder dahin geschossen auf den Mortar. Der Mortar hat das überlebt. Das Captain wurde auch nicht unterbunden, weil die zu früh war. Und vom Rückzug wurde wieder nicht gefeiert. So, der ist allerdings jetzt gerade in der Basis. Hat jetzt allerdings hier mehrere Fuchs kassiert. Also er ist gerade in die Basis gegangen, hat offensichtlich die Barracks eingerissen. Also da haben Barracks gestanden ursprünglich. Das heißt, er ist reingegangen, hat alle Einheiten gefuckt bekommen, die Elite-Wert hatten, hatte Panzerschreck an die Wert 3 verteilt vom Gegner und als Ziel hat er die Barracks anvisiert, statt dem Priest, der keinen einzigen Schuss abbekommen hat. Also er hat wirklich die Barracks abgeschossen. Das war von ursprünglich noch, da war er am Spielanfang mal. Also er hat jetzt wirklich seine gesamte Armee geopfert, samt Wett, den Gegner bewaffnet und dafür hat er den Gegner die Barracks kaputt gemacht. Zur Erinnerung,
Der musste ihn anvisiert haben, sonst hätten die den erwischt. Dann hätte er von der Seite laufen können. Also das war sicher sehr episch falsch. Die haben jetzt hier alle eine Panzerstrecks und ne, zwei zähle ich jetzt. Vielleicht noch ein dritter bei. Also er möchte halt nicht, dass die gerade die Wert 3 in der Panzerstreck kommen. Er hat allerdings die Panzerstreck auch auf sich mit dem Wert 1 aufgesammelt jeweils. Man will die mit dem Wert 3 aufsammeln oder dem Wert 2 zumindest. Hat er auch falsch gemacht, der Amerikaner. Da ist sicher noch ein bisschen Optimierungsbedarf. So, Blitzgranaten kommen da. Bin ich kein Freund von. Man muss sich die Frage stellen bei den Blitzgranaten, ob er danach den Gegner töten kann, weil die Blitzgranaten waren jetzt für beide Truppen sündhaft teuer. Dann nebelt er sich selber und die werden jetzt umsonst in der Basis geheilt dafür. Das heißt, er hat jetzt quasi seinen Mundvorrat geopfert, ohne dafür einen Effekt rauszubekommen. Vielleicht war die Hoffnung, dass die Blitzgranate mit dem Nebel zusammen den Gegner so low macht, dass der Nebel den tötet. Aber um Gottes Willen, klar, kriegt ihr euch für den Rückzug der Gegner, ne? Ja, der PLA, wie gesagt, hat die gesamte Infanterie eingebüßt und baut jetzt auch nach. Er kommt dann ohne Wett. Ist ein bisschen schade, ist nicht das riesengroße Drama, aber ein bisschen schade, was das Captain gerade hier will. Das kann der Panzerdoktrin reparieren. Hier ist ja ein Dreimannsport noch. Ja, das wird halt jetzt hier beschossen. Da oben sind, ja, war kein Sniper, da unten ist irgendwo ein Sniper. Da, zwei Sniper stehen da, der eine ist schon Wert 3. Und der hat Unterdrückungsfeuer angemacht, sonst hätte der Wert 3 ihn angenagt. So, er ist wieder unterwegs, diesmal läuft er hier runter. Ein bisschen nah an den Truck ran, möchte den Firefly töten. Und man sieht halt auch, ne, warum eben diese Panzeroption keine Option ist gegen den PLA. Selbst ohne Wett. Also der eine hat er noch Wett gehabt, aber die anderen sind ohne. Das reicht völlig aus, um einfach alles zu vernichten. Und weil die Gebäude und Panzer vernichten, kriegen die auch schnell ihr Wett wieder. Ja, der hat jetzt den weggeräumt, jetzt räumt der nächsten weg. Der, also ein Spieler, der Minen legen kann, kann es der Dritte aber genauso machen wie der Amerikaner. Die müssten eigentlich hier mal überlegen, Minen zu legen in diesem Bereich, weil, also ich glaube, der ist hier schon 10-mal durchgelaufen und das wird ja nicht weniger. Also die Minen lohnen sich da auf jeden Fall. Der Panther immer noch Blödsinn. Ja, hier vorne haben wir wieder frontal gegen alle, nicht unsichtbar, gar nichts, geht wieder in die Basis zurück. Er müsste wirklich unsichtbar hier hinten an die, ich habe jetzt die Sicht an, ich wollte ja aus der Sicht machen, aber er müsste unsichtbar rein, er sieht ja die Adler immer wieder schießen, er müsste unsichtbar da reinlaufen mit den Troopern oder unsichtbar die Sniper suchen. Beide Funktionen erfüllt er derzeit leider nicht. Mortar, ungewöhnliche Wahl, also der Mortar zum Decap verhindern, aber wir haben ja Mortar Half-Track, das macht das eigentlich besser und das reicht eigentlich auch. Ritterkreuz ohne Leben, niemals da reinlaufen in Wett 3 und sich auch nicht selber mortern, das war jetzt der eigene Mortar und hat jetzt Wett 2 gegeben. Also sie haben jetzt die eigene Einheit gemortert und ein Wett verteilt an den Gegner. Oh, okay. Weiß nicht, welcher Mortar das war, aber auf jeden Fall, ich glaube, das war er hier. Er hat seinem deutschen Spieler, die Schwerspieler, die Dings kaputt gemacht. Wieder auf dem Rückzug, die Sniper. Und wieder Panzer. Schirm. Ich glaube, der hat Abgang für Schirren vergeben gehabt, was auch eine sehr komische Wahl wäre. Also beide Seiten spielen das stellenweise so, als ob die was erwarten, was von beiden Seiten nicht kommt. Ne? Da muss man schon ein bisschen auf den Gegner reagieren und nicht denken, dass er das einfach spielt. So, da sind ja die ganzen Medics am Laufen für die unendliche Infanterie im Süden. Aber die kostet natürlich dann auch, ne? Die lasse er ja Abgang, er hat so lange Kanone. Die Infanterie-Spam, in der Süden spielt durch diese ganzen Heilungszelte. Hat er das nachgebracht? Artillerie. Die kostet natürlich dann die Artillerie, ne? Und die haben halt deswegen auch zu wenig Artillerie im Süden, weil die eben sagen, die will Infanterie überhaupt doppelt so groß machen. Wird sich wahrscheinlich langfristig rächen. Ist ja schon wieder das MG frontal gelaufen. Verarscht er mich eigentlich? Der ist doch eben schon mal da reingelaufen. Klar, das ist jetzt ein anderes, aber er muss es doch erwarten. Also grundsätzlich gilt, ihr müsst immer flanken. War da gelassen? Auch das habe ich schon ein paar Mal gesehen, könnte ich meinen. Im Moment habe ich das Gefühl, dass beide Seiten immer wieder ihre Aktionen spiegeln. Also wiederholen und dann gespiegelt auf beiden Seiten wiederholen. Ja, läuft jetzt auch wieder raus. Finische doch mal diesen schönen Blob mit der Artillerie. Es ist interessant. So, der wird jetzt tatsächlich vom Schirm angegriffen. Also Panzer 4 macht da jetzt keinen Schaden dran. Das ist der mit der Stummelkanone. Aber die Schrecks, die räumen den jetzt einfach weg. Für die ist das kein Problem. Der müsste eigentlich schon lange rausfahren. Oder du wartest einfach auf die Schrecks, das geht auch. Also er hätte rausfahren können, er wäre dann noch rausgekommen. Problem ist halt die Abgun, die auch zu wenig Schaden gegen die Infanteristen macht. Ne? Und die macht, glaube ich, auch nicht in Summe mehr Schaden gegen Fahrzeuge, die penetriert halt immer eine höhere Wahrscheinlichkeit. Was, glaube ich, bei den Fahrzeugen völlig irrelevant ist. Nebel.
Ja, da sind sie wieder frontal am Kämpfen, schmeißen wieder ihre Granaten. Die bringen halt nichts, die Blitzgranaten. Das ist halt eine ganz, ganz miserable Fähigkeit. Ihr müsst ja bedenken, also gegen den dritten Blob eventuell noch, aber die Amerikaner würde ich es niemals machen, weil er sich umsonst heilt. Aber selbst gegen den Briten lohnt sich es in aller Regel nicht. Zumal die ja auch mit unendlich vielen Leichensammlern da unten arbeiten. Der nächste Trupp. Wir wieder Kappen gehen in der Mitte. Da ist ein Geert wohl geflankt. Eine etwas aggressive Position sicherlich. Panther. Also hätte er jetzt in Oswin oder Panzer 4 gestanden, hätte er eventuell sogar die Flanke verhindern können. So, aber jetzt wird die Mitte gekappt. Es geht ja um die Siegpunkte hier. Also die Deutschen haben jetzt tatsächlich 83 zu 174. Das heißt, die müssen aufpassen, dass die runterticken lassen. Also die müssen jetzt die Siegpunkte wirklich ein bisschen härter contesten. Das ist wahrscheinlich die Idee hinter den Ritterkreuzträgern und ihrem Movement ein bisschen. So, Ritterkreuzträger, die werden jetzt voll nämlich gespammt. Ja, also die Performance von denen, gerade gegen Wet Rifles und Infanterieblobs des Briten, die ist nicht so super gut, muss man sagen. Jetzt hat er wieder eine Granate hier geschmissen. Also die ganze Mun geht da rein. Ich meine, für die Mun kann er ja Blitzkrieg anmachen, er könnte Manpower Blitz anmachen, er könnte Minen legen. Mit der Mun kann man eine ganze Menge machen. Aber immer die Granaten zu schmeißen, die sind einfach zu teuer dafür, für meinen Geschmack. So, der war wieder irgendwas am kaputt machen. Diesmal das T-17 hat er kaputt gemacht. Also 17 Pfund meine ich. Das ist halt deswegen problematisch, weil die haben ja keine Fahrzeuge, um das zu nutzen. Das war kein Problem. Auch hier wieder hätte er wahrscheinlich durchlaufen müssen, um zum Beispiel die Artillerie zu vernichten. Ne? Der läuft jetzt in die Basis. Das nimmt jeder unten. Ja, aber die Artillerie, die hätte er zum Beispiel vernichten. Also er hatte jetzt, ne, er wusste, dass sie da links steht. Also die Entscheidung war, die Anti-Tank wegzuräumen, die niemals Funktion erfüllt, oder die Artillerie, die ihm irgendwann mal die Einheiten fuckt. Die weigert sich natürlich immer noch, die Basis zu schießen. Jetzt schießt sie die Basis! Ein bisschen verzögert offensichtlich, aber sie schießt in die Basis, sogar zwei Geschütze schießen in die Basis. Kommt ein bisschen spät, weil er schon nach rechts gegangen ist, obwohl er trotzdem hier fast einen Puck kassiert, er vergessen, ganz nach rechts zu gehen. Also sie kommt, aber das ist jetzt, glaube ich, in einer Stunde 10 die erste oder zweite Salve, die da reingeht. In einer Stunde 10, dieser Blob hätte eigentlich schon seit Ewigkeit nicht mehr existieren dürfen. Kommt auch ein bisschen Glück sicherlich. Aber man sieht schon, dass es funktionieren kann. Ne? Man braucht ein paar Schüsse. Und selbst wenn es halt, ne, wenn man es ein paar Mal wiederholt, man die nicht beim ersten, zweiten, dritten Mal kriegt, kriegt man die Gebäude. Und da baut er immer Panzer 4 raus zum Beispiel. Also die Adlerie, da gibt es eigentlich kein Wenn und Aber. Wie gesagt, der kann auch ab und an mal noch Nebel schießen. Aber wenn ich Wahl habe zwischen dem Nebel und dem gesamten gegnerischen Bett im Block mit Doppelschrecks, dann das bitte. Der Panzer 4 steht da einfach nur auf K und sichert es ab. Also das ist jetzt hier Adlerie-Schlag. Das ist wirklich nur die beiden Einheiten. Sieht ein bisschen spät. Da geht Adli runter. Der ist nur um den Punkt halt, dass er nicht gekappt wird, dass es um Siegpunkte geht. Ne? Den wollen die jetzt behalten. Armut K, das wäre Solidarität dazu. Okay, und tot. Könnte man jetzt fragen, ob das leicht fragwürdig war. Also, der ist ja in die Adli reingefahren, nach Stunden, nachdem die angezeigt wurde. Aber ich würde das auch nicht mischen, ne? Weil das schwer zu steuern ist. Ich habe das Gefühl, im Moment im Norden haben die keine Teamstrategie. Ne, weil jeder irgendwie alles baut. Also die zum Beispiel, die können keine großen Schäden an Wert 2 und Wert 3 hier vorne machen. Der supportet jetzt die Ritterkreuz und da geht das so ein bisschen. Aber warum hat er diese gebaut? Warum hat er denen einfach alle verschiedene Waffen gegeben und da gar keinen Fokus hat und eigentlich nichts richtig macht? Man kann ihn nicht gegen Gebäude einsetzen, nicht gegen Panzer und nicht gegen Infanterie in dieser Form. Also diese Mischformen, die machen wirklich gar keinen Sinn. Das ist der gesamte Blob hier auch. Ein Mikrofehler. Entweder fährt man raus. Oder man fährt drüber. Man bleibt aber nicht stehen, wenn die Gegner Stickies und Piats haben. Dann wird man gemassakert. Also wenn ihr reinfahrt, tötet ihr die, aber auch selbst würde ich da nicht riskieren. Wenn ihr rausfahrt, überlebt ihr das. Wenn ihr stehen bleibt, sterbt ihr. Also diese drei Optionen ist sterben normalerweise nicht die beste. Ich werde auf die Artillerie. Kommt wieder nichts. Hat er sicher einen Stuka zu Fuß. Gegen den Blob sicher auch keine schlechte Wahl. Ja, Siegpunkte mäßig. Also sie haben aber zwei Siegpunkte. Das heißt, sie kommen einen Schritt nach vorne. Mortar. Aber von da hinten trifft, echt. Wieder ein Firefly. Ich habe, glaube ich, noch keinen Firefly gesehen, der im Spiel irgendwas gemacht hat. Ab mal einen Schuss auf einen neuen Panzer 4. Das ist ja neuer, der hat eben verloren. Der könnte übrigens überlegen, ich komme da raus, ne? Einen Bergetiger zu bauen, weil immer wieder Fracks, wobei die sind inzwischen tot, die Fracks. Da war eben der andere Panzer. Das ist, weil die Adler halt immer wieder auf den Nebel hinten schießt. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen Firefly, der gegen Panzerschrecks kämpft. Da geht Adler runter vom dritten.
Aber bitte erklär mir das einer. Eben ist ein Schirm gestorben, ist ein Firefly gestorben. Immer gegen die Doppelpanzerstrecks. Als ob die noch nie gegen die Doppelpanzerstrecken im Leben gespielt hätten. Und der Panther greift jetzt an. Und hier wieder, Priorität hat das Zelt, ja, nicht der Truck, der dahinter steht. Und die Zelte kosten einfach nicht so viel und sind auch nicht so wichtig. So, hier vorne, die wollen jetzt die Priests alle machen. Das sind die richtigen Moves, ne? Und da muss man gucken, dass man die richtige Seite zurückzieht. Da sollte jetzt nach links laufen. Wenn man hier zurückzieht, geht er eventuell nach rechts. Auch wenn das jetzt funktioniert hat, hat geklappt, okay. Und dann, solche Moves sind ganz gut. Das sollte er immer wieder wiederholen. Oder halt die unsichtbaren Trooper des Wehrmachers sollten das machen. Das war eine schöne Aktion. Muss aber auch sagen, dass der Blob, der gerade durchgelaufen ist, einfach durchgelaufen ist. Der hätte auch einfach stehen bleiben können und dann hinterherlaufen, um sie zu fucken. Und jetzt könnte natürlich immer noch die Adler drunter gehen, weil dann noch eine zweite Priest. Was auch nicht kommen wird. Und jetzt kommt hier der Panzer 4 wahrscheinlich raus, der nächste. Da war ein Schirm, mit Abgang. Also das Makro auf beiden Seiten schwächelt doch sehr, sehr stark bei dieser Runde, ist mein Eindruck. Und die Absprachen zwischen den Spielern, also ne, unten haben die beide Infanterie-Block gespielt, kriegen beide AT, was beides halt falsch ist in dieser Situation. Und oben ist das im Grunde genommen ja ähnlich, also diese Stoßtruppen. Also man hatte nicht einfach einen Tigerpanzer geholt, dann haben sie alle Probleme gleichzeitig gelöst. Ne? Das tut ja auch Infanterie ganz gut nuken. Oder ein Stu, weil also der Brite hat genauso einen Blob wie der Amerikaner. Also der Stu wäre sicher auch eine Antwort, der Stu mit dem Tiger zusammen. Doppel-MG. Der will das da oben nicht mehr abgeben. Der Medic-Bunker hier erschließt sich mir nicht. Selbst wenn jetzt der Grenn da rauskommt, ist das so eine wichtige Einheit gewesen für den Medic-Bunker. Also es hat jetzt wohl funktioniert hier, aber das ist eine komische Position und auch ein komischer Zeitpunkt für den Medic-Bunker. Ja, also so kurz vor Spielende Medic-Bunker zu bauen, ist sehr, sehr ungewöhnlich. Das ist von der britischen Artillerie, glaube ich. Der nächste Firefly. Also die letzten 4 oder 5 haben wirklich nichts gebracht, glaube ich. Muss ich das mal überlegen, ob sich das dann wirklich lohnt. Aber es geht jetzt im Moment in den Siegpunkt. Also die, ne, beide gehen knapp auf die Siegpunkte. Das heißt also, es geht wirklich darum, irgendwas zu haben, womit man die Siegpunkte erobern kann. Das waren die Ritterkreuzträger und dann in die Mortar oder Artillerie, um zu verhindern, dass der Gegner die erobert. Also da geht es wahrscheinlich nicht mehr darum, irgendwie den Gegner runterzukämpfen und dann wirklich ausschließlich in die Siegpunkte. Bam, da geht jetzt Adli runter. Warum eigentlich? Nicht sicher warum. Ritterkreuz. Der hat glaube ich gerade einen Sniper erwischt, der rangelaufen ist, oder? Das ist ein Sniper gewesen. Wert 3, da wäre ich hinterhergelaufen, hat er auch so bekommen. Er hat jetzt einen Sniper Wert 3 gefuckt, also er hat sich einen Orden verdient. Also der war gerade sehr episch teuer für den Amerikaner. Hat aber dafür auch einen Wert 3 kassiert. Und der wurde auch gefuckt, aber das gleicht sich aus. Also der Fuck da unten war teurer, die beiden, mit Sicherheit. Wieder ein Panzer. Das Problem ist halt, dass die Scherben abgunst, dass man die nicht mehr rückgängig machen kann. Ne? Und die ist halt ziemlich sinnbefreit im Moment und macht halt, ne, verhindert, dass er Schaden an den Infanteristen macht, sinnvollen. Mit dem Panzer 4 ist das wirklich kein großes Problem. Die sterben hier reihenweise und dann haben die auch nie Kills. Also die haben einfach zu viel AT gebaut im Süden. Doktrin war es auf jeden Fall auf allen Seiten komplett und vollständig falsch, kann man glaube ich sagen. Die Briten Adler-Doktrin würde sich lohnen, wenn er auch wirklich ein bisschen mehr Adler bauen würde und die für sinnvolle Targets einsetzen würde. Zack, und wieder tot. Jetzt müssen wir wieder in die Basis gehen, zum Reinforcen, und gegen die Wett haben die eigentlich keine Chance. Allerdings hat er jetzt auf den Kill verzichtet. Also normalerweise wären die jetzt dem hinterhergelaufen, dem Blob, weil die halt Anti-Tank sind und er Wett 2 und Wett 3 ist. Also wären die dem hinterhergelaufen, hätte die jetzt massive Schäden an dem anrichten können. Nicht sicher, warum er auf die Kills auf diesem Blob verzichten wollte. So, hier rechts jetzt ein Angriff, will die Siegpunkte holen. Darum geht es ja in dem Spiel. Und das MG wurde jetzt hier ausgeschaltet im Haus. Ja, und jetzt kann er einen Siegpunkt erobern gehen. Der Nebel hat sich versteckt. Also der Brite hat jetzt hier mal die Front gewechselt. Auch ein bisschen aufpassen. Der Wert 3 möchte man nicht verlieren. Jeder hat schon alle Waffen. Der Ritterkreuzträger. Auch hier hinterherlaufen. Den Wert 3 hat er schon gucken müssen. Aber es kann natürlich sein, dass er jetzt hier ein bisschen. Wobei, der will nicht kappen. Es geht nur noch um die Siegpunkte. Und er will nicht kappen. Im Ernst? Okay. Dann nicht. Normalerweise würde der Leutnant, der hier gerade war, würde einen Adlerschlag auf die setzen, damit die sich zurückziehen, damit er Zeit fürs Kappen gewinnt. Ich vermute mal, dass er keine Munden hatte. Also der Leutnant kriegt so eine Artillerie-Fähigkeit. Jeder, der mich in einem Spiel, was länger geht und einem Turnier so anschreit, kommt direkt auf die Bannliste. Mal, ne? Nur mal so, als das ist schon nicht okay. Die sind sicher sehr erschöpft, die Spieler, und auch gestresst. Und da braucht man sicher nicht, dass einen jemand voll labert. So, weiter geht's.
ja, Siegpunkte schützen. Ne? Das ist wirklich der absolute Key. Und der Mortar ist sicher eine super Einheit dafür. Ist, glaube ich, der dritte inzwischen. Ja, um das hier einfach in deutscher Hand zu halten. So, da geht's weiter. Ja, die Ritterkreuzträger blockt gegen den dritten Blob. Also mich überzeugt das noch nicht. Die dritte könnte theoretisch sogar hingehen und sagen, gibt einfach Recon aus. Jetzt ziehen sich beide zurück. Interessanter Kampf. Recon-Gewehre aus, weil die nur drei Mann haben. Dann snipt er die einfach. Das geht auch. Und dann kann er auch schneller kappen fürs Late Game. Das wäre durchaus eine Option, um die Ritterkreuzträger ein bisschen rauszunehmen. Und gegen die Panzergrenadiere passt tatsächlich auch ein Stück weit noch. So, der hat jetzt tatsächlich Wert 3 ausgegeben für den Mortar. Also ja, ein Wehrmachter, der muss ja Support-Wert ausgeben. Das ist sündhaft teuer. Also für MG ist das und für den Mortar. Er spielt ja eigentlich nichts anderes. Aber er hat es auch für die Infanterie ausgegeben. Und tot. War nicht so episch. Ist ja gesniped worden. Da läuft der Sniper. Hat noch einen zweiten gehabt. So, sind die wieder rollen. Jetzt laufen sie da rein. Der kann den auch töten. Also das ist ein Glückstreffer, wenn er jetzt da drauf schießt. Ne? Er kann natürlich auch den Firefly töten, aber den hätte er wahrscheinlich auch so bekommen. Ich hätte wahrscheinlich den Schuss auf den Sniper. Also er hat das schon 3-4 Mal gemacht, so eine Aktion. Irgendwann trifft man auch mal den Sniper auf dem Rückzug mit der Panzerschreck. Panzerschreck. Firefly ist wieder tot. Also ich glaube, die haben inzwischen 5 Fireflies verloren und irgendwie 4 Schirms mit Abgaben. Und 0 davon war notwendig, weil, also, das ist halt ein Panther, der macht nicht viel Schaden gegen Infanterie. Und die haben ja, jeder Wert 3 Rifle hat ja inzwischen eine Panzerschreck, ne? Ja, und dann haben sie noch Piats dazu und Stickies, also ich würde mir da keine Angst haben vor dem. Also das Panzerinvestment wäre besser, glaube ich, ein Adlerin-Investment. Und dann kann man eben immer wieder hier diese hier in der Basis schon kaputt machen. Oder halt die Nebel mal ausschalten, weil die tatsächlich aus irgendeinem Grund immer wieder kommen und sogar erfolgreich. Na gut, das ist bei 0, aber das ist, glaube ich, remannt worden. Also die sind halt, ne, da sind Nebel, die erfolgreich agieren. Und das kann eigentlich nicht sein, ne? Also statt die AT zu brauchen, die zu bauen, die man nicht braucht, sollte man wirklich die Artillerie bauen. Was ja fürs Decap immer ganz gut ist. Also, dass man das halt verhindert. So, da wieder ein Wett 3, Ritterkreuz töten, das bringt eine Menge Wett. Nur Wett 3 Rifles auf dem Feld, ne? Die Ritterkreuzträger haben da auch keine großen Schnitte mehr. Das Wett 3 mit Ritterkreuz nicht so gut wie ein Rifle Wett 3. Das eine macht beefier und die Rifles, die machen mehr Schaden und sind auch so beefy genug. Also kriegen gleich bei Wett 1 Regeneration und bei Wett 2, glaube ich, mehr Lebenspunkte. Ich glaube, die kriegen nicht mehr genau im Sinn. Aber Wett 3 ist auf jeden Fall mehr Schaden und sind noch beefy. Das ist ja fast ein Fuck geworden. Sniper hat den Fuck gemacht. Ja, die Sniper zu töten, für mich ist da so ein bisschen auch der Wehrmachter mit seinen Stoßtruppen in der Verantwortung. Ransneaken und ja, dann töten die Sniper, ne, mit Sturmgewehren. Oder halt irgendwelche Artillerie machen. Einfach runterschleichen, den Blob ausweichen. Aber derzeit kämpft er mit den Stoßtruppen leider immer gegen den Blob frontal. Und verliert jeden einzelnen dieser Kämpfe natürlich entsprechend auch. So, hier wird gekappt, das ist für die Siegpunkte nicht so schön. Das ist überhaupt nicht so schön, da kommt wieder ein neuer Puma. Das ist, glaube ich, diesmal einer ohne Abgun, sodass er auch wirklich Schaden an Infanterie macht, was nicht verkehrt sein kann. Wenn da oben jetzt keine AT rumläuft, dann kann man den Puma hier oben das Cap normalerweise unterbinden. Allerdings müsste auch auf den Feuern der Cap, damit das funktioniert. Ah, da kommt ein Nebel. So, der Blob läuft wieder unterwegs, der will wahrscheinlich wieder irgendwas vom Briten snipen. Inzwischen habe ich das Gefühl, dass der eine KI ist, der Spieler, ne? Also der geht halt immer runter, zurück, runter, zurück. Also das ist immer das Gleiche, was der spielt, ja? Das geht schon seit über einer Stunde so. Aber klar kann er das machen, weil der Gegner es ja aus irgendeinem Grund nicht countern will. Den Wett 3 will ich nicht gucken lassen. So, hier vorne ist jetzt trotzdem Siegpunkte-Geschichte. Es wird ausgetauscht. Die holen das jetzt zurück. Da ist wieder im Gebenhaus. Ja, das Kappen, ne? Siegpunkte ist eine knappe Tüte. Also da müssen jetzt beide ein bisschen aufpassen. Kappen an der Seite, deswegen Popcap eventuell. Ansonsten wisst ihr nicht, warum die an der Seite jetzt kappen möchte. Es geht nicht mehr um Ressourcen, sondern wirklich nur um Siegpunkte. Und gerade die Ritterkreuz könnten zum Beispiel jetzt den Siegpunkt holen, statt hier im Nirvana zu kappen. Oder halt hier eine Flanke laufen, hier unten, dass sie hier unten kappen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Popcap brauchen, weil sie ja beide keine großen Armeen haben derzeit. Also hier zu kappen, vor allem jetzt auch noch den Treibstoff, das kann nicht das Popcap sein. Also bei ihm ist es tatsächlich das Popcap, sehe ich gerade. Aber für den PE das ist sicher kein Problem. Das liegt halt daran, dass er jede Menge MGs und Nebel hat, die, ne, und hier Half-Track und also eine Menge Einheiten, die quasi nicht am Spiel teilnehmen. Aber er hat eh keine Ressourcen, um das auszunutzen. Also selbst wenn das Popcap jetzt hat, was will er denn dann bauen, ne? Also MG könnte auch kurz rausgehen und wenn es darum geht und das dann kappen. Also er hat ja hier vorne Sicht, also man darf mir nichts dagegen rauszugehen, das zu kappen. Also ich glaube, dass das Cappen da links den das Spiel kosten könnte und auch sinnbefreit war. Wie Popcap kann er nicht nutzen und wenn er es braucht, kann er es hier oben auch kappen, ohne dass was passiert, hat er ja gesehen im Block.
Also die fehlen jetzt da, wo Kappen ist und wo die Front ist. Hier vorne sneakt allerdings einer durch, zwar sichtbar geworden, aber das ist übrigens auch die Route, die ich immer meine, die die Panzerschrecks machen sollen. Da könnten die alles vernichten ohne Verluste. Aber die laufen halt immer gerade da durch, ob sie KI wären. Ne? Also hier wären Panzerschrecks durch. Hier kommt das MG. Ja, der geht jetzt einfach den Siegpunkt da unten kappen. Ja, und das sind natürlich dann, also es sind noch 8 Siegpunkte über. Das kann durchaus helfen. Es hat ein Pionier nachgebaut, wahrscheinlich für Bunker zu bauen. Kann man echt überlegen, dass man auch einen Bunker baut hier vorne. MG-Bunker zum Beispiel. Und dann müssen wir den erstmal kurz wegräumen. Bam, der ist tot, der wurde weggesniped. Der wieder, da müssen eigentlich Stoßtruppen hinlaufen, wo immer das Ding wieder ist. Und hier ist wieder ein Schirm, der stirbt einfach. So, hier unten, der kappt das jetzt und sichert das dann wahrscheinlich ab. Nochmal die Frage, wo will er das nicht zurückerobern? Adri schießt wahrscheinlich auf den Nebel. Oder einfach nur random irgendwo hin, ich weiß es nicht. Das eine Gebäude ist weg, gibt keine Panzer 4 mehr. So, der steht jetzt auf jeden Fall da unten, hat den Siegpunkt. Das heißt, die haben 2 und ticken den Gegner jetzt runter. 77 Punkte, ne? Das tickt jetzt. Und er muss es auch halten, weil die haben nur noch 4. Aber die haben den oberen und den mittleren ist neutral. Also es könnte funktionieren. Die Sniper, die arbeiten hier. Hier vorne ist der irgendwo. Also ich weiß nicht, was die Stoßtruppen von dem machen. Aber ich habe das Gefühl, dass die nicht ihren Job machen. Er hat auch keine mehr. Die wurden schon alle gefuckt, oder? Ich sehe den gar nicht mehr. Er hatte ursprünglich mal 2 ausgestattete gehabt. Die sind aber anscheinend weg jetzt. Nebel schießt wieder. Wollen das Kappen unterbinden in der Mitte. Bam. Wir müssen uns dann unterbinden. Und hier unten, das wird sogar gedeckt. So, jetzt kappt das da oben. Sehr schön. Mit dem Pio. Ich denke immer noch, der Pio könnte zum Beispiel hier einfach einen MG-Bunker in die Ecke bauen. Ne? Der ist halt sehr schwer rauszunehmen. Da müssen wir wirklich Piats hochlaufen. Also das könnte schon eine Entscheidung bringen für den oberen Punkt, der immer wieder contestet ist. Und er hat ja die Ressourcen. Also sowohl Munden als auch alles andere. Also der MG-Bunker da oben wäre, glaube ich, eine absolut gute Wahl. Es geht um die Siegpunkte. Die haben noch 4 Siegpunkte. Die können sich nicht erlauben, die Punkte abzugeben. So, hier unten wollen sie jetzt den Punkt zurückerobern, aber der hat die ganze Zeit auf sie gewartet. Hier allerdings auch, Adlerie falsch gesetzt, Gratulation. Jetzt bombt er sich selber mit der eigenen Adlerie. Okay, aber das war die Adlerie von ihm. Der hat diese Instant-Adlerie, der hätte einfach nur warten müssen, bis ihm Pfeil um sie zu setzen. Das war jetzt nicht ganz optimal. Also Ritterkreuz verteidigt das jetzt hier tapfer und es klappt sogar. Und die haben nur noch 33 Punkte, die Alliierten, also das ist nicht schön da. So, jetzt haben die gleich 3 Punkte sogar. Aber der Pio müsste eigentlich MG-Bunker zu diesen Spielsituationen bauen. Und der muss auch rangehen, um Kills zu machen, normalerweise. Warum ist der jetzt weggegangen? Den hätte doch fucken können, locker. Der ist einfach weggegangen, hat den kappen lassen, ich sehe nicht richtig. Na gut, so, den hier unten haben sie verjagt inzwischen, das heißt, sie können es wiederholen. Die haben noch 19 Punkte, aber die haben 3 Punkte gekappt. Also die Deutschen sind gerade dabei, das Spiel zu gewinnen an den Punkten. Den Cup hätte er aber verhindern können, ja, und mit der Adler richtig hätte er den wahrscheinlich auch früher gehabt, aber egal. Deutsch ticken, es ist noch 11 Punkte über, also die Deutschen sind derzeit am Gewinnen. 4:9, 4:7, das schafft er nicht mehr, da durchzukommen. Ja, jetzt würde ich auch mit dem Panzer nicht zurückfahren. Warum fährst du denn zurück? Ich würde da reinfahren, um die zu blocken, damit die das nicht cappen können. Der fährt einfach zurück. Der fährt zurück. Da steht allerdings ein MG, Gott sei Dank. Ist das halt ausgerichtet? Nee, was pinnt die jetzt? Also ist jetzt gewonnen von der Wehrmacht. Ja, ein interessantes Spiel, ein etwas längeres Spiel, mit Sicherheit keine Pros alle 4, aber auf jeden Fall ausgeglichenes Spiel, weil welche Spiele gehen schon fast 90 Minuten. Ja, da ist ein neuer Stoßtrupp. War auf jeden Fall interessant zum Angucken, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich bin weg für heute. Ciao, ciao.